Auf die Frage gehe ich, oder kann ich direkt angehen. Ja, in welcher Form sollte man die Vokabeln lernen? Romaji, Hiragana oder Katakana? So früh wie möglich weg von Romaji und in Hiragana, Katakana, Kanji umschwenken. Wurde bestimmt auch von jemandem danach gesagt. Genau, bei Katakana kommt es darauf an, ob es meistens Fremdwörter sind, Lehnwörter. Die werden ja in Katakana dann geschrieben. Bei Wörtern japanischen Ursprungs ist es entweder Hiragana oder Kanji. So man Kanji noch nicht kann, würde ich es aber von frühzeitig an weg von Romaji und hin zu Hiragana, wenn man wirklich auch die japanische Schrift lernen will. Das war mega laut gerade. Das heißt Pockflo, ja. Ich will nicht zu sehr Gronkh 1 zu 1 kopieren, weil sonst, ich weiß, das würde er nicht machen, aber sonst würden mir noch Leute sagen, du machst Gronkh nach, du machst Gronkh nach. Ich bin großer Fan von ihm, das gebe ich zu, aber man muss es auch mit Anspielungen auf ihn nicht übertreiben. Soll der Hintergrund so qualitativ hochwertig sein? Ja, das soll er. Jojo, One-chan, Best Girl oder Kindheitsfreundin und eine Zendaya. Und ich dachte, das Spiel wäre tatsächlich hochwertig. Ja, ein bisschen, ich musste euch am Anfang ein klein bisschen ja, auf die Nase führen, damit der Effekt von dem Spiel auch ein bisschen größer ist. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Los, Megumin, Explosionsattacke. Ja, oh, die neuen Folgen von Konosuba waren so super. Ich hätte nicht gedacht, dass die erste Staffel noch übertreffen kann. Ich hatte eher Sorge, dass die zweite Staffel von Konosuba gegen die Wand fährt. Aber die ersten sechs Folgen, die ich jetzt heute Nacht geschaut habe, bis auf eine Folge, die ein bisschen geschwächelt hat, war es absolut super. Ich habe mich jede Folge mindestens einmal komplett weggeschmissen. Release von mir. Gerade wollte ich sagen, dass sie von Jojo ist. Quiet Girl is Best Girl. Ja, da gab es ja mal ein Interview mit dem. Mit dem einem der bekanntesten amerikanischen Synchronsprecher, der zum Beispiel Kion in Haruhi Suzumiya gesprochen hat, der mal in einem Interview gesagt hat, dass einer seiner Lieblingscharaktere Nagato Yuki aus Haruhi Suzumiya ist, weil die ruhigen Mädels, die Quiet Girls, sind diejenigen, die dann die verdorbensten sind. Also so im Sinne von stille Wasser sind tief. Das ist immer so. Flo Kion. Mit Buff Butter Man ist aber hoffentlich nicht Jojo gemeint, ist ein homoerotisches Genre mit dicken, haarigen Männern. Und bevor jemand fragt, mit sowas kann man eben, kommt man eben in Kontakt, wenn man Japanologie studiert und Fujoshi-Freunde hat. Aber ich muss sagen, Jojo, zumindest von den ersten, ich weiß nicht, wie es sich gewandelt hat im Laufe der Jahre, ob es wirklich zu. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Fujoshis voll drauf abfahren. Wobei eine Fujoshi in meinem Freundeskreis oder zwei anfangs mit Jojo gar nicht so warm geworden sind und es auch erst eine Weile gedauert hat, bis sie diese Testosteron, Steroid gepumpten Männer, die da in der Serie auftauchen, als irgendeine Art von, ja, irgendwie interessant wahrgenommen haben. Nennen wir es mal so. Aber Jojo ist ja, soll ja so eine eigene Klasse für sich sein, wie auch in Gintama. Da. Ja, oft, es passiert nichts, ja. Tja, es ist was passiert. Der Stream war kurz weg, jetzt ist er ja hoffentlich wieder da. Auch wenn jetzt keine weiteren neuen Nachrichten im Chat gekommen sind, außer von Rico ganz kurz. Ja, so viel zu dem kurzen Live-Let's Play von Anime The Visual Novel. Ja, hab gestern The Disappearance of Haruhi Suzumiya gesehen und ist einer der besten Anime-Filme, die ich je gesehen habe. Kann ich uneingeschränkt nur zustimmen. The Disappearance of Haruhi Suzumiya ist, glaube ich, auch einer von nur drei oder vier Anime, denen ich den Stempel Meisterwerk geben würde und die ich bei My Anime List mit 10 von 10 Punkten bewertet habe. Generell bin ich ein großer Fan vom Haruhi Suzumiya Franchise und habe auch eine meiner Hausarbeiten über den Media Mix von Haruhi Suzumiya geschrieben in einem Seminar, den wir über Media Mix und dergleichen hatten. Und der Film ist die erste halbe, dreiviertel Stunde ist zwar recht langsam, aber es ist halt ein unglaublich gutes Setup für die gesamte zweite Hälfte vom Film und auch für die Charakterentwicklung. Also es macht alles das wieder gut, sagen selbst die Leute, die die Endless Eight der zweiten Staffel gehasst haben, auch wenn ich ein Fan von denen bin, einer der wenigen Menschen, die das offen zugeben, war der Film einfach wirklich ein rundum gelungener, leider nicht Abschluss, aber ein rundum gelungener, ja, Ergänzung zu dem ganzen Haruhi Suzumiya Franchise und wirklich ein grandioser Film. Ach ja, da habe ich glatt wieder Lust, ihn mir anzugucken. Schon Kusuno Honkai angefangen, Flo? Nein, noch nicht. Ich habe jetzt erstmal angefangen mit Konosuba und werde jetzt wahrscheinlich heute nach diesem Stream hier dann noch Sangatsu no Lion weiterschauen, weil ich wollte eigentlich an dem Donnerstag, wo ich den Jahresrückblick 2016 aufgenommen habe,
wollte ich eigentlich noch zwei andere Videos aufnehmen. Ich dachte, alles zusammen dauert 6 Stunden. Nicht der Jahresrückblick alleine. Und zwar wollte ich noch ein Video, so viel kann ich schon mal sagen, zu den Crunchyroll Anime Awards aufnehmen, da mal kurz drüber sprechen. Und ich wollte noch die Season-Vorschau machen für die jetzt fast zu Ende gehende Wintersaison. Ich habe mich ja noch überhaupt nicht informiert, was läuft. Ich hatte mal irgendwann im Oktober oder im November hatte ich mal reingeschaut, was alles an Anime jetzt in der Winterseason 2017 läuft. Und da gab es einige Sachen, auf die ich mich auf jeden Fall gefreut habe, wie die zweite Staffel von Konosuba, die zweite Staffel von Showa Gendoku Rakugo Shinju und so weiter. Und die werde ich jetzt erstmal weiter gucken und ich will noch ein Video aufnehmen, wo ich wieder Anichart benutze und dann ja sozusagen das mir so zurechtschneide, dass ich einmal kurz die Description lese, mir den PV-Trailer anschaue und dann kurz sage, ja, das gucke ich, das klingt interessant und so weiter, auch wenn es wahrscheinlich eigentlich schon keinen mehr interessiert, weil die Saison schon fast vorbei ist. Aber ja, das wird dann bei weitem nicht so lange sein wie der Rückblick. Die beiden Videos werde ich morgen aufnehmen, zusammen mit der Vorproduktion. Einerseits für Florians Japan-Channel mit den noch verbleibenden, dem einen verbleibenden Matsumoto-Video und den Yoshinoyama und Seiji Junlei Konferenz-Videos, die ich zurechtschneiden werde. Und genug vorproduzieren für Learn Japanese to Survive und Anime the Visual Novel. Auch wenn das Spiel so kurz aussieht, wahrscheinlich wird das gar nicht reichen für die Tage, höchstens für die Tage, die ich in Osaka unterwegs bin. Muss ich mal gucken, ob da genug Folgen zusammenkommen mit dem Spiel, wo wir jetzt gerade die erste Folge gemacht haben. So. Hast du auch wirklich alle 8 Episoden der Endless Eight geguckt, sonst bist du kein echter Fan? Ja, hab ich. Und ich war jemand, der jede von den Folgen gefesselt am Sessel gesessen hat, kann man das so sagen. Also der immer in jeder Folge gesucht hat, wo ist das Zeichen. Also ich hab's dann wie eine Art Mystery-Novel oder Mystery-Geschichte für mich genommen. Wo ist der Hinweis innerhalb der jeweils einzelnen Folgen, was darauf hindeutet, wie sie aus dem Loop rauskommen? Weil jede Folge war ja anders animiert, es wurden andere Sachen aufgezählt, die es gemacht haben. Sie sind zu Pools mit anderen Hintergründen gegangen, mal hat die Käferjagd stattgefunden, mal nicht. Dann gab es immer mal leicht andere visuelle Einstellungen, wie das Ticken der Uhr, ein Flugzeug, was oben mit Kondensstreifen vorbeifliegt, was wir in einer Folge, in zwei Folgen zu sehen waren, was wir in zwei Folgen nicht gesehen haben. Und immer gesucht, wo ist der Hinweis darauf, wie sie aus dem Sommerloop, aus den Endless Eight entkommen können. Und das hat mich so gefesselt gehabt, ich habe es wirklich sehr konzentriert und aufmerksam versucht zu gucken. Dementsprechend, wie sie dann aus dem Loop am Ende rausgekommen sind, war marginal und man hätte es eigentlich gar nicht finden und erraten können. Aber zumindest, ich habe sie wirklich alle 8 Folgen komplett geguckt und war immer und immer gespannt. Und man muss die Endless Eight in ihrer Komplettheit einmal erlebt haben. Am besten auch nicht, indem man es hintereinander wegguckt innerhalb von 3 Stunden, sondern wirklich, wie man es damals als erstes mal durchleiden musste, wirklich pro Woche nur eine von den 8 Folgen. Weil man dann so ungefähr einen Eindruck hat oder so ungefähr einen Geschmack davon, was zu den Ereignissen von The Disappearance of Haruhi Suzumiya führt und wie die gesamte Sache mit Nagato Yuki zu dem geworden ist, was sie geworden ist. Weil wenn man die Endless Eight nicht gesehen hat oder diese Erfahrung nicht mitgenommen hat, oder wenn man sie mitgenommen hat, dann macht eben das, was in The Disappearance of Haruhi Suzumiya passiert, noch viel, viel, viel mehr Sinn und man hat viel, viel, viel mehr Verständnis, auch insbesondere für den Charakter Nagato Yuki. Wenn man sich eben immer wieder bewusst macht, dass man 8-mal das selbst durcherlebt hat, was sie 13.378-mal durcherlebt hat, von denen wir 8-mal davon eben gesehen haben innerhalb der Endless Eight. Und deswegen so rückblickend würde ich sagen, man sollte es einmal gesehen haben, wenn ich die Endless Eight jetzt nochmal angucke, wenn ich irgendwann mal einen Rewatch der zweiten Staffel mache, ich glaube, dann würde ich trotzdem nochmal alle angucken. Ich fand's, mir hat es auch einfach nur Spaß gemacht, diese ganz minimalen Animationsunterschiede und Location-Unterschiede von Folge zu gucken und schauen, oh, diesmal haben sie, während sie im Pool sind, hat Haruhi eine rote Misugi, also eine rote Swimming-Ausrüstung an und das nächste Mal hat sie eine weiß-blau gestreifte und so weiter. Und das Beispiel mache ich jetzt nicht, weil ich unbedingt gerne die Charaktere von Haruhi Suzumiya in ihrer Schwimmkleidung anschaue, was natürlich auch der Wahrheit entspricht, aber nein, man sollte es mal gesehen haben und ich habe es auch gemacht. So. Oh Gott, du Masochist, ich habe nach 4 Folgen aufgegeben. Ja, die meisten sagen oder empfehlen, dass man die erste Folge schauen sollte davon, noch die zweite
und dann die letzte. Also, dass man drei Folgen da mitnehmen sollte. Das ist so die Empfehlung, die viele, die die Endless Eight hassen oder nicht mögen, wie man die Watch-Reihenfolge machen sollte, dass man ja eben sich drei anschaut. Die erste, die letzte und noch eine wild dazwischen, die zweite oder irgendwas. Dann hat man so einen ungefähren Eindruck, aber ja, man lernt, glaube ich, den Film noch mehr schätzen, wenn man die Endless Eight komplett geschaut hat. Und generell die zweite komplette zweite Staffel wird wegen der Endless Eight ja so unglaublich runtergezogen, aber einerseits die Endless Eight fand ich für ein Animationsstudio zu der Zeit auch schon ein sehr gewagtes und meines Erachtens nach gelungenes Experiment. Und die anderen vier Folgen, die es in der zweiten Staffel gibt, die sich ja um den Hintergrund des Drehs von dem Video beim Schulfest drehen, ist auch einer der wichtigsten, wie ich finde, Character Development Momente, sowohl für Kyon als auch für Haruhi Suzumiya mit drin. Ich gehe da nicht in welches Territorium, weil es gibt vielleicht genügend Leute hier, die Haruhi Suzumiya noch nicht gesehen haben, aber ja, deswegen, ich fand die zweite Staffel auch nicht gänzlich so gut aufgrund der fehlenden Abwechslung wie die erste damals, aber trotzdem, man merkt, ein Fanboy des kompletten Franchises, deswegen, ja. Für mich war es nicht mal so, also für mich hat es sich nicht quälend angefühlt oder ich sehe mich da nicht als Masochist, weil ich hab's. Na gut, wenn Leute sagen, ich hab's genossen und für sie ist es Schmerz, macht mich das dann zum Masochisten? Ich weiß es nicht. Gut. Dann haben wir jetzt, ja, das war relativ kurz, die ganze Live-Let's Play-Geschichte jetzt. Deswegen, wir können auch gerne ein bisschen wieder quatschen auf Fragen zu Japan, zu Japanologie, zu Manga, zu Animes, zu sonst irgendwas eingehen. Zur neuen Season kann ich mich, wie gesagt, leider noch nicht äußern, weil ich einfach noch nichts gesehen habe, außer jetzt die ersten 6 Folgen von Konosuba. Die einfach wieder grandios waren und genau nochmal das bestätigt haben, was ich 2 Tage zuvor im wiederholten Review von Konosuba im Jahresrückblick gesagt habe, dass die Comedy wirklich nicht jedes Slapstick, die da auftaucht, nicht nur ihrer selbst willen ist, sondern allein die erste Folge, wie sie sämtliche Hentai-Szenen mit Kazuma in der kompletten ersten Staffel aufgreift für diesen Yakten Saiban-Parodie Gerichtskampf, der da drin vorkommt. Das war einfach Gold, wenn die Charaktere wie dieser Kirito oder der normalerweise der Protagonist wäre, verschnitt und so weiter, die dann mit ihren Aussagen da auch drin auftreten und Megumi mit ihrem Igiari, mit ihrem Objection. Das ist toll, die zweite Staffel von Konosuba. Auch alles, was danach kommt. So, nichts Neues im Chat. Ansonsten als nächstes werden wir dann, wenn nicht allzu viel kommt, nach der kleinen Zwischentalk-Runde jetzt hier als nächstes Planet Ruler spielen. Da wird es so sein, dass ich erstmal wieder komplett reinkommen muss. Wo wir da überhaupt gewesen sind, wie die Steuerung funktioniert, wie die Handlung nochmal war und so weiter und so fort. Wir sind da ja an einer relativen Cliffhanger-Stelle, haben wir da beim letzten Mal aufgehört. So, wie komme ich hier erstmal nebenbei wieder in mein Dashboard rein? So, hier. Ja, haben wir ja an einer ziemlichen Cliffhanger-Stelle aufgehört und das ist Monate, ein halbes Jahr oder so her. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung und so reinkommen, weil ja auch ein großes Kampftempo bei Planet Ruler wichtig ist, um mehr Schaden durch die Kombos und dergleichen zu machen. Deswegen, da werde ich am Anfang wahrscheinlich erstmal ein bisschen versagen und dann könnt ihr mich da gerne auslachen. Wir machen das wieder dann nicht als Let's Play, sondern wirklich als Streamspiel, also da werde ich auch trotzdem weiterhin auf den Chat eingehen während des eigentlichen Games. Wo es vorhin um Anime-Meisterwerke ging, wie steht es mit Evangelion und The End of Evangelion? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich The End of Evangelion immer noch nicht geschafft habe zu schauen. Ich kenne eine sehr ikonische Szene daraus, durch die Karaoke-AG und einen Song, dieser Kindersong, der da drin vorkommt und so weiter. Ich habe so eine ungefähre Ahnung, was passiert, aber ich habe den kompletten Film noch nie gesehen. Ich habe die TV-Serie gesehen und es ist halt schwierig, weil ich weiß um die Bedeutung von Neon Genesis Evangelion im Jahr 95 als ikonischer Anime, der das Medium an sich vorangebracht hat und mit vielen Traditionen gebrochen hat und zum Teil sehr, sehr gute, ja, neue Formen von Animationen reingebracht hat und das Schauen in die Psyche und in die Köpfe von Charakteren. Aber die letzten beiden Folgen, die ja sich in der Psyche von Shinji abspielen,
haben mich damals auch einfach nur ratlos zurückgelassen. Und dafür sollte man ja dann die End of Evangelion schauen, um zu gucken, was ja eigentlich außerhalb passiert. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Deswegen, die TV-Serie, so wie sie ist, kann ich wertschätzen für ihre Bedeutung, die sie für Anime generell, für die Geschichte von Anime und für deren Weiterentwicklung hatte. Auch wenn ich jetzt gerade mit den letzten beiden Folgen jetzt nicht irgendwie mein Favorit wäre. Was noch erschwerend dazu kommt, dass Shinji eben wirklich wirklicher Pussy-Charakter über die größte Zeit von Evangelion ist. Dafür gibt es zwar Rei und Asuka. Asuka ist ja mein persönliches Best Girl bei Neon Genesis Evangelion. Also da bin ich mal ein bisschen nicht wie ein Großteil der Otaku-Community, die da auch das Silent Girl, das stille Girl Rei mögen, sondern ich mag die deutsche, feurige Tsundere Asuka. Aber ja, mehr kann ich zu Neon Genesis Evangelion im Prinzip nicht sagen. Ist auch schon viele, viele Jahre her, dass ich es jetzt geschaut habe. Ich wollte es, bevor ich mir The End of Evangelion anschaue, wollte ich mir immer noch mal die Serie noch mal anschauen. Das hat mich immer bisher daran gehindert, mir den Film mal anzugucken. Deswegen habe ich es immer aufgeschoben. Mal sehen, ob ich es irgendwann mal schaffe. Kannst du das mal versuchen zu übersetzen? Setsubo Yori Fuki Nukero. Setsubo Yo Fuki Nukero. Ich glaube, das ist Fuki Nukero. Okay, ich habe keine Ahnung, was Fuki Nukeru bedeutet. Setsubo ist ja Verzweiflung. Also Fuki Nukeru. Fuki ist Blasen und Nukeru ist sich entfernen von irgendwas. Also blas sie hinweg, die Verzweiflung. Oder wir werden die Verzweiflung auslöschen. Oder löscht die Verzweiflung aus. Das Fukero ist ja eine Befehlsform. Also blas die Verzweiflung hinfort. Oder irgendwie so in die Richtung wird das wahrscheinlich sein. Von der Übersetzung her. Setsubo yo. Fuki Nukeru. Oder soll, da die Bedeutung vom Yo bin ich mir auch nicht so sicher. Weil das Yo so zwischendrin kann auch manchmal eine Anrede sein. Also dass nicht die Verzweiflung weggeblasen werden soll, weil dann müsste ja das Objektpartikel sein. Sondern es ist die Verzweiflung, die etwas anderes davon scheuchen oder vernichten oder irgendwas soll. Die letzten paar Episoden der Serie machen tausendmal mehr Sinn mit The End of Evangelion. Das habe ich gehört und will ich auch hoffen und will ich nachholen. Ja, die Darstellung von Shinji finde ich auch gut, dass er, wie er von seinem Vater eben behandelt wird und dass eben die Kinder, die einzigen sind, die Evas, oder Nerfs? Nee, Nerf war der Name der Organisation. Ist es lange her, dass ich es gesehen habe, also haltet es mir bitte nicht vor. Die eben die Maschinen steuern können, um gegen die Tenshi ankämpfen zu können. Dass es eben nur Kinder eines bestimmten Alters sind und dass Shinji eben einer der wenigen davon ist. Und dass sein Vater als der Chef der Organisation und so weiter keine väterliche Zuneigung zeigen kann. Dass Shinji vollkommen allein mit sich selbst im Umreihen ist und ja, psychisch einfach nur komplett gedamaged. Ich kann das auch wertschätzen als realistische Charakterdarstellung. Was aber nicht heißt, dass ich es gerne sehe. Das heißt, das halte ich dem Film zugute. Das meine ich, wenn ich aussage, ich weiß, wie gut es von Hideaki Anno gecraftet ist, die gesamte Story und die Charaktere. Also, ich nehme sie für voll. Aber der Unterhaltungswert, das Enjoyment, was ich von der Serie bekomme, ist eben nicht auf diversen anderen Levels. Das ist genauso wie die Argumentation in dem Rückblickvideo, wenn ich sage, dass Funio Amu Showa Genroku Rakugo Shinju und ReZero für mich alle drei aus verschiedenen Gründen auf Platz 1 wären. ReZero ist davon das unterhaltsamste, aber hat auch viele, viele Schwächen und der meines Erachtens nach in seiner Gesamtheit am besten craftete Serie ist Showa Genroku Rakugo Shinju. Aber sie ist nicht unbedingt die unterhaltsamste Serie. Deswegen, da mache ich immer so ein bisschen Unterscheidung. Und so ähnlich geht es mir mit Neon Genesis Evangelion. Ich halte es für einen unglaublich guten und wichtigen und von den Charakteren her und wie sie sich verhalten und untereinander interagieren, gerade auch in den leicht Slice-of-Life-igeren Folgen miteinander, finde ich es wirklich unglaublich gut, aber deswegen heißt es nicht unbedingt, dass ich gerne sehe, wie Shinji ständig mit sich selbst und seiner Psyche und so weiter zu kämpfen hat. Ja. So viel dazu. Und ja, Asuka ist Best Girl. Gut, da sind wir uns ja einig.
Oh, Despair, blow through me. Das klingt etwas wie, was Junko Enoshima sagen würde. Setsuboyo, also ist tatsächlich das Yo dann ein dafür, dass es die Verzweiflung machen soll. Also, dass die Verzweiflung der Hand, der vorhandene ist. Fuki Nukero. Ja, da fehlt dann eben der Kontext. Das Fuki Nukero, da wird ohne den Kontext nicht klar, dass die Person, die das sagt, damit gemeint ist, dass die sie durch, durch Verzweiflung durchsetzt oder durch Verzweiflung durchdrungen werden soll. Deswegen, es könnte auch ein Befehl gegenüber etwas anderem sein oder dass die Verzweiflung etwas anderes, durch etwas anderes eindringen oder durchdringen soll. Deswegen, ja. Aber das klingt ganz stark nach Danganronpa und Junko Enoshima, die sowas sagen würde. Oder eine von, einer von den Setsubono Sambo? Sampo? Sanko? Ich weiß nicht, wie sie heißen, die Remnants of Despair, die das sagen würde. Ich wollte nur mal checken, ob das auch so stimmt. Also kann ich mir kontextmäßig vorstellen, dass das die richtige Übersetzung ist, aber wie gesagt, da müsste ich wissen, wo, an welcher Stelle es wie vorkommt. Weil so ein Satz zu übersetzen, der irgendwo rausgenommen ist, wenn man nicht weiß, wer es zu wem sagt oder in welchem Kontext, dann sind Übersetzungen halt immer auch unglaublich schwierig zu machen. Ist eine Zeile aus dem Intro zu Dantarai no Shoka. Ist das einer von den Serien, die jetzt in der Winterseason läuft? Im Übrigen auch sehr zu empfehlen. Dann werde ich es mir mal im Kopf behalten. Ich werde jetzt, ich hatte auch überlegt, ob ich während dieses Streams die Aufnahme für die meine persönliche Vorschau für die nächste Season machen, aber das würde, glaube ich, dann zu viel Zeit von dem Stream wegnehmen, die wir uns lieber mit Games auseinandersetzen können. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, das heute Abend zu machen. Nein, ist älter. Ist eine Zeile aus dem Intro im Übrigen auch sehr zu empfehlen. Ich klicke mal kurz hier im Dashboard auf den Link, weil ich das hier auf dem Handy nicht so gut kann. Was ist ein Jizz für eine? Ah, okay, das ist Anime Lyrics, die Seite. Gut. Hm? Ist das Latein? Oder Spanisch? Oder keine Ahnung, was da die ersten Zeilen? Tsuki wa shizuka ni kataru darenimo kikoe no koe de kurikaesu Mizumi no, oh Gott, das kann ich nicht lesen, kiyoku no joe hashi wa ne darenimo naru boku ni sora o hisugite de, wo ist es denn? Setsubo ya fukunagara human mo. Müsste ich mir das komplette Lied mal anhören und irgendwie ein bisschen was zum Hintergrundwissen zu dem entsprechenden Anime haben, dann könnte ich vielleicht besser sagen, ob das die englische Übersetzung, die es da wahrscheinlich hier bei der Englisch-Lomaji-Variante von der Übersetzung gibt, ob das dann wirklich eine gute Übersetzung ist. Oh, Despair, Blow Through Me. Setsuboyo, Fuki no Kero. Aber durch, allein durch diese Komposition der Worte Setsuboyo, Fuki no Kero ist nicht klar, dass... Dann wird im Englischen interpretiert das Blow Through Me, aber das Me, also dass es durch einen selbst gehen soll, das wird aus dem Japanischen erstmal so nicht klar. Kann aber Sinn ergeben, wenn es irgendwie eben mit dem Anime selbst inhaltlich zusammenpasst, dass der Übersetzer dann das so gewählt hat von der Übersetzung her. So, jetzt habe ich das Dashboard jetzt zweimal auf, sehe ich gerade, hoch. Nein, ist älter. Das Intro ist erst Latein gesungen und wird dann quasi vorgelesen. Geht viel um Bücher, Magie und so weiter. Ich guck mal ganz kurz bei My Anime List im Hintergrund. My Anime List. Wie hieß es? Dantalian no Shoka. Dantalian no Shoka. Da haben wir es. 2011. Das war ein Jahr bevor ich angefangen habe, saisonale Animes zu schauen. Deswegen, das ist dann noch an mir vorbeigegangen. Light Novel. Ursprung. Hat ganz okay Reviews. Ich pack's mir mal auf die To-Watch-Liste. Und damit kann ich nicht versprechen, wann und wie ich es gucken werde, weil die Prioritätenliste für die To-Watch-List, die über 200 Anime bei meiner Anime-List bei mir umfasst, sieht momentan ein bisschen anders aus, was da aufgeholt werden will. So. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Empfehlung, Methylium. Es ist auf jeden Fall vermerkt. Huch, so. Dann werde ich mir auch mal wieder ein bisschen nachschenken hier. Zack. Kampai. So. Wie viele Zuschauer haben wir hier eigentlich? Oh,
das irritiert mich hier, dieses neue Layout bei Twitch. Früher konnte ich immer problemlos sehen, okay, 12 Zuschauer haben wir tatsächlich gerade. Interessant. Herzlich willkommen nochmal an alle oder Hallöchen an alle, auch die, die als stille Zuschauer mit dabei sind und nicht im Chat sich aktiv mit beteiligen. Weiblicher Hauptcharakter ist Goff Lolly, gesprochen von Miyuki Sawashiro, also von einer meiner Lieblings-Synchronsprecherinnen, die ja zum Beispiel auch sowas wie in Hunter x Hunter Kurapika gemacht hat oder Inaba in Kokoro Connect und so weiter. Ich für die Rollen lieb, vor allem Kokoro Connect für die Rolle liebe ich sie. Ach ja. Und auch für einige andere, die sie gemacht hat. Shinon. Bei Sword Art Online war es auch. Miyuki Sawashiro. Ich vergesse auch oft ihren Namen. Gerade das Sawashiro. Da mache ich immer Sawa irgendwas draus. Sawayuki oder so. Das Miyuki kann ich mir meistens noch am ehesten merken, ihren Vornamen. So. Gut, sonst nichts weiter im Chat. Dann werde ich jetzt mal hier im Hintergrund schon mal... wollen wir es Planet Ruder aufmachen? Ich finde es gerade nicht da. Da oben hat sich's versteckt. Machina, ich glaube Machina wird es gesprochen. Of the Planet Tree, Planet Ruler. Hintergrundmusik weg. So. Gerade Mittagessenszeit in Deutschland noch, oder? 12.46 Uhr. Ja, anders lässt sich es leider mit den 8 Stunden Zeitverschiebung, die wir derzeit noch haben, leider kaum regeln. Wird ein bisschen besser im April irgendwann, wenn wieder Zeitumstellung in Deutschland ist, dann gehen wir auf 7 Stunden Zeitverschiebung zurück. Generell der nächste Stream wird, so er kommt, dann schätze ich mal Mitte April vielleicht am ehesten sein. Vorher, nachher werde ich es nicht schaffen, weil jetzt der März mit den Reisen... Der April mit einem kleinen Dolmetscherjob, den ich übernehmen muss, und mit einem zweiwöchigen Besuch meiner Eltern Ende April, Anfang Mai, werde ich erstmal, denke ich mal, eine ganze Weile beschäftigt sein mit anderen eigentlich wichtigen Dingen, die ich noch, noch mehr Priorität haben sollten. So. Oh, hat sich bei OBS schon eingestellt. Das freut mich. So. Dann machen wir mal hier die Infos weg. Zack, zack. Jupp, Mythilium habe ich genau in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass du es schreibst, habe ich es auch gemacht. So, da muss ich mal ganz kurz die Nase putzen und ich muss mal hier wo ich mich vorhin ausgezogen habe und hier nur im Hemd sitze, muss ich mal, wo ist es denn hier, meine Klimaanlage hier anmachen. Ich hoffe, die ist dann nicht zu laut durchs Mikro zu hören. Ganz kurz mal verschnäufen. So. Tja, Machina of the Planet Tree haben wir, glaube ich, bisher in 2 Livestreams oder in 3 Livestreams, ich glaube in 2 Livestreams schon gespielt gehabt, deswegen es war immer so ein Spiel, was sich für diejenigen, die es noch nicht kennen, dreht um einen, ja, also erstmal mit einem RPG, ich weiß nicht, ob ein RPG Maker, aber jedenfalls RPG Game, welches in einer Stadt spielt, wo es eine Archäologenakademie, wenn man es so nennen kann, gibt, und wir spielen eben einen Ausgrabenden, der in Ruinen und so weiter nach Schätzen und dergleichen sucht und so weiter und so fort, und dann allerdings auf ja ein mysteriöses Mädel stößt, und dann bei einer Erkundungstour sind sie jetzt kürzlich auf darauf gestoßen, dass irgendwie haben sie was Bestimmtes gefunden, und da wurden dann Wächter aktiviert, irgendwelche Uralten und so weiter. Ich habe fast ein bisschen die Story schon vergessen, das ist Monate her, das, was wir das letzte Mal gespielt haben. Und am Ende des letzten Streams war es dann so, dass wir, als wir dann so diesen einen Bosskampf gehabt haben oder irgendwie dann bei diesem einen Artefakt angekommen sind, dass wir dann irgendwo hin teleportiert worden sind. Und dann sind wir dann in dieser teleportierten Welt noch ein bisschen weitergegangen und haben es dann da beim Cliffhanger sein lassen. Und ja, wir haben so ein gut kämpfendes Neko-Katzen, zumindest Hoodie-mäßiges Mädchen mit in unserer Truppe mit dabei, die dann irgendwelche Stimmen vernehmen konnte, sobald wir da in dieser alternativen Welt waren. Und das war so der letzte Stand, an den ich mich noch einigermaßen erinnern kann, ohne es vorher nachgeguckt zu haben, von dem Game. So. Gut, sonst nichts weiter im Chat los, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal in das Spiel hinein. Mal gucken, es wird wieder ein Weilchen dauern, ehe ich mich da zurechtfinden werde, nehme ich mal an.
Continue. Nein! Wieso hat jetzt hier die Hintergrundmusik continued? Ach, weil ich hier wieder bei OBS im Spiel auf Continue klicken will. Ich muss natürlich im Spiel und nicht bei OBS. So, hier auf Continue klicken. Sonst macht das wenig Sinn. So. Great Runes. Waterfall of Trials. Genau, Kram hieß unser Hauptprotagonist. Und wir haben auch noch so eine, ja, eine Roboterhand, Kronos hieß sie, glaube ich, die dann mehr oder weniger unsere Waffe auch gleichzeitig ist und auch so ein bisschen eigenes Leben oder eigene Gedankenwelt und Charakter und so weiter hat. Und hat eigentlich ein recht interessantes, recht dynamisches Kampfsystem. Ist auch japanisch zum Teil synchronisiert. Also auch wirklich ein JRPG-Game, um was wir uns ja hauptsächlich hier kümmern wollen, auch im Zuge des Channels. Und ich würde sagen, wir laden dann jetzt einfach mal an der Stelle. Ich werde dann und wann mal in den Chat reingucken, falls ihr also irgendwas fragen wollt, ob zum Spiel jetzt oder auch anderweitig. Können wir auch gerne trotzdem das Quatschen ein bisschen mit zwischendurch beibehalten. Du kannst dich aber an mehr erinnern als ich. Ja, hatte ich ja mal einen von den Streams, wo wir Planet Ruler gespielt hatten, was ich dann auf dem Channel hochgeladen hatte, habe ich ja kürzlich mal geschnitten gehabt, da ist dann wieder so ein bisschen Erinnerung hochgekommen. Deswegen konnte ich mich an ein paar Sachen erinnern. Ich dachte, wir waren zuletzt irgendwo im Grünen gewesen. Dass wir hier stehen geblieben sind, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber wir kamen von hier, oder? Fuck. Ich glaube, da... Moment, bevor wir weitermachen... Nein! Nochmal kurz aus. ich glaube, nach unten war der richtige Weg. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo ich da gerade bin. Also ich habe es nicht privat in irgendeiner Art und Weise weitergespielt. Seit dem letzten Stream. Deswegen, es wird für mich jetzt auch nochmal eine Entdeckung. Ich dachte, wir waren zuletzt irgendwo im Grünen gewesen. Ich bin eindeutig verwirrt. So, nochmal kurz starten. Und dann laufe ich nicht nach unten, wo dann gleich die Cutscene losgeht. Sondern ich will mich erst nochmal ganz kurz orientieren. Deswegen sorry, dass ich jetzt nochmal ganz kurz neu gestartet habe. So. Das heißt, wir kamen scheinbar von oben. Oder? Ach, stimmt, hier waren wir. Stimmt, wir waren wieder aus dieser einen Welt zurück, wieder in der Stadt gelandet. Und haben dann versucht, sie zu verstecken. Und so weiter und so fort. Und hatten irgendwie ein Gerücht gehört, dass hier in den großen Ruinen wieder was gefunden worden sei. Hinter Wasserfall und so weiter. Und auf jeden Fall zwischendurch, wenn man so verschiedene... Es sind, glaube ich, Zufallskämpfe. Und man kann hier immer so, da steht ja Press D. Man kann dann eben mit den Charakteren, Fenrir ist das Mädel, was wir hier dabei haben, auch sprechen. Die sagen dann von Screen zu Screen immer mal verschiedene Sachen. Wir gucken nochmal, was sie jetzt direkt zu sagen hat. Oder nee, ach nee, das Thema, was da steht. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie dann heißt. Was waren nochmal die Fenrir? Oh Gott, ich habe alles inhaltlich vergessen. Ich müsste nochmal das komplette Let's Play oder die Streams von vorne nochmal schauen. Auf jeden Fall hier links im Bild sieht man Best Girl. Egal, was noch an weiteren weiblichen Charakteren im Spiel im weiteren Verlauf auftaucht. Ja, da wird nichts mehr gegen drankommen. Die Fenrir, auf die wir gestoßen sind, waren nichts, wie sie üblicherweise sind. Ja, nur wenn es um Ernster geht, da gibt es alle möglichen Arten davon, nicht wahr? Normalerweise haben Fenriers eine unglaublich hohe Intelligenz, also große Intelligenz und leben in Herden. Sie greifen auch ziemlich selten Leute an. Nun ja, ich habe Fenriers um die großen Ruinen herum gesehen, aber das ist das erste Mal, dass ich auf einen Roten gestoßen bin. Rettler war ihr Name, genau. Tja, was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung, aber wenn man bedenkt, wie intelligent das Vieh war, dann... muss es einen ziemlich guten Grund gehabt haben, uns zu attackieren. Vielleicht das Erwachen vom Planetenbaum? Okay, da haben wir nochmal ganz kurz die Charaktere gesehen, mit denen wir jetzt hier unterwegs sind. Also beim rechten Arm von dem Hauptcharakter, da ist dieser Kronos, diese ja, intelligente AI-Maschine mit dran, die auch als unsere Waffe fungiert. Und Rettler ist hier das Mädel, welches wir in den Ruinen, auf die wir in den Ruinen in einem der früheren Ausflüge gestoßen sind, die normalerweise für archäologische Arbeiten und so weiter vorhanden sind. Und wir sehen, wie sie da super ein bisschen Naruto-artig mit den Armen schön nach hinten da entlang laufen. Hier hatten wir also gespeichert, das ist einer der Speicher- oder Heilkristalle. Genau. Sind wir geheilt? Ja, wir sind einigermaßen geheilt. Nein, wir quitten nicht.
Das hier machen wir weg. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt für eine Cutscene erwartet. Vielleicht kommt da wieder so ein bisschen... Ah, natürlich, dass wir wissen, worum es in der Story auch noch geht. Vielleicht sollten wir nochmal gucken, wo wir aufgehört haben. Gute Idee. Das Problem ist, dass ich kürzlich aus Speicherplatzgründen für den Jahresendstream 2016 alle Aufzeichnungen von den vergangenen Streams vom Laptop auf meine externe Festplatte geschoben habe. Und ich habe jetzt hier momentan, glaube ich, keinen Platz frei, um die externe Festplatte anzuschließen. Am Stromstecker hier. Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach ein bisschen mal locker weiter. Vielleicht kommen mir dann die Erinnerungen wieder hoch, exakt wo wir stehen geblieben waren. Was ist das für ein Ort? Dieser Ort. Sag mir nicht, das ist... Unglaublich. Er existiert tatsächlich. Krumm, wie funktioniert das hier? Hey, Krumm, sag's mir. Warte mal eine Minute. Ich muss erstmal herausfinden, was dieser Ort hier tut, bevor ich irgendetwas mache, oder... ja. Das ist aber zu schade. Ich musste dich einfach sehen. Krumm, Lanvelouche de Britannia. Stimmt, der hat ja diesen komischen Namen. Und ich weiß noch, dass einige... Stimmt, in dieser Akademie, wo Krumm der Sohn von dem Vorsitzenden der Archäologenakademie ist, gibt es auch so eine Fraktion innerhalb der Akademie, die es nicht gerne sieht und die versucht, hinter irgendwelche Geheimnisse in den Ruinen zu kommen, die ein paar Attentäter oder auf uns gesetzt haben, beziehungsweise jemanden gesendet haben, der uns beobachten soll. Und das weiß ich auch noch von der letzten Folge. Da haben wir immer nur so ein paar Schattensilhouetten gesehen in einer Sequence, in einem der letzten Streams. Und ich nehme mal an, dass die Person, die jetzt da gerade spricht, der Beobachter ist, der uns heimlich in die Ruinen gefolgt ist. Ja. An den kann ich mich erinnern, Felmut. Also an die Silhouette. Und ich glaube, wir haben ihn auch schon mal so in Farbe gesehen gehabt. An den kann ich mich erinnern. Und er sollte eigentlich uns nur beobachten, lautete der Befehl, weil wir sind nun mal der Sohn vom Direktor. Und wenn uns was zustößt, ist es auch nicht gut für die bisschen oppositionelle Fraktion innerhalb der Akademie. Aber falls wir irgendetwas machen, was ihren Plänen zu sehr zuwiderlaufen könnten, oder falls wir etwas entdecken sollen, sollte er eingreifen und auch ja, zu diversen Mitteln notfalls greifen müssen. Deswegen, tja, sagt er jetzt hier an der Stelle auch, ich wollte dich wirklich nicht hier sehen, weißt du? Aber da ich dich nun gesehen habe, schätze ich, dass ich dich töten muss. Felmut von den Elite 4. Dass jemand der Elite 4 mir auf der Spur geblieben oder mich getailt, also mich verfolgt hat. Er scheint so, als hätte Mrs. Mariella tatsächlich beobachtet, welche Schritte du gehst. Hä? Wer ist denn das? Ist das ein Freund von dir? Schaut diese irre Gestalt in irgendeiner Art und Weise wie ein Freund aus? Ich? Freund? Mit diesem kleinen Dreckspaket hier? Und ihr geht in eine eigentlich gesperrte, in ein gesperrtes Areal, ohne dass ihr die Erlaubnis der Akademie habt, um hier dann illegal zu graben. Wer zum Teufel ist hier der Verrückte? Nun ja, nicht, dass es mir irgendetwas ausmachen würde. Nun dann, komm schon, Krumm Lanvelouche. Jetzt kein Bosskampf hier zum Beginn, wo ich erstmal in die Steuerung und ins Kampfsystem wieder reinkommen will. Willst du mich doch verarschen? Mit deinem Kronos und meinem Zeus, dem Götterstab, den ich in meiner Hosentasche versteckt habe. Wir werden gegeneinander kämpfen, bis ich dich zerstört habe, wie der, wie das Altmetall, das du bist. Ich persönlich würde diese Einladung ablehnen. Sobald er so ist, kann man ihn nicht mehr aufhalten, bis man ihn nicht mal ordentlich eine verpasst hat. Du hast ja so einzigartige Freunde. Da bin ich fast schon ein bisschen neidisch. Zeus, wir legen los. Dieses Mal werde ich das Leben aus dir herausquetschen. Nein, Bosskampf. Ah, wir haben schon mal gegen ihn gekämpft. Und Zeus ist eine Begleitungsmaschine, die über seine Hand, dieses komische Ding, was der Feind da in der Hand hat, auch steuert. Ich weiß nicht, ob die Hintergrundmusik jetzt ein bisschen laut ist. Dann muss ich mal ganz kurz in den Chat gucken, falls da jemand sagt, dass es irgendwie zu laut ist. Dann egal, improvisieren wir einfach. Stimmt, da waren merkwürdige Leute. Genau.
Deswegen, ja, es gibt gesperrte Bereiche in diesen Ruinen, die von der Akademie erforscht werden. Und naja, wie das so immer ein RPG ist, gibt es in diesen gesperrten Bereichen alte Artefakte. Wir stoßen da auf Sachen, die die gesamte Weltordnung über den Haufen werfen können oder vielleicht sogar das Ende der Welt bedeuten könnten. Oder eben das Erwachen des Weltenbaumes. Ich glaube, wir können, wenn wir hier aus den Ruinen raus sind, auch nochmal in die Stadt gehen. Da gibt es auch die Taverne und die Bibliothek, wo man immer nochmal nachlesen kann, was eigentlich was ist, also welcher Name, was die Fenrir sind, was der Weltenbaum ist und so weiter. Ich kann mich entsinnen, dass wir das auch im letzten Stream gemacht haben. Deswegen, ich habe leider die Details vergessen, dafür ist es ein bisschen zu lange her. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Felmut und seinen Roboter Zeus. Und ich habe jetzt am Anfang noch gequatscht, weil das Kampfsystem... Je schneller man Angriffskombos und so weiter macht und verschiedene Angriffe ausführt, desto mit den steigenden Kombopunkten, desto mehr Gesamtschaden macht man dann. Deswegen muss eigentlich ziemlich schnell agieren. Ich weiß nicht mehr, was die für Schwächen hatten hier und was wir für Angriffe und Zauber mit ihr und unserem Hauptprotagonisten hier hatten. Schauen wir mal. So, so funktioniert die Steuerung. Oh, und wir sind scheinbar, also Rattler ist scheinbar gedamaged, also ist gedingsbumst. Ich komme nicht auf den Namen, ist gedingst, also gedingst. Die kann nicht mehr Dings machen, weil sie gedingst ist, sie deutsch und so. Gelähmt! Paralysiert! Das habe ich gesucht. So. Assist, Face Convert, Shifting the Assist to another Face. Okay, die TP, die Technikpunkte, die wir haben, müssen wir erst eigentlich noch ein bisschen auffüllen. Ist das für uns selbst? Ich gebe mal ihr ein bisschen Schutz, weil sie gerade Dings abbekommen hat. Und wir haben dann immer so einen Kost, deswegen ich erkläre es nochmal. Man sieht über den Charakteren von uns unten links, über Cram und Letter sehen wir diese Kost-Sachen. Und diese Kost-Sachen werden durch Angriffe verbraucht. Verschiedene Angriffe kosten verschiedene... Kostenpunkte, wenn man so will. Deswegen kann man so ein bis drei Angriffe machen und man kann noch ein bisschen Overcharging machen, ein bisschen noch extra dazugeben, was auch wieder Technikpunkte kostet. Man darf nicht auf null Technikpunkte kommen, weil man dann doppelt so viel Schaden kassiert und es dauert, bis man sich ein bisschen wieder beruhigt. So, jetzt müssen wir schnell sein für Kombos und Overarts sind dann ein bisschen stärkere Attackenvarianten, aber wir müssen eben doch unsere TP aufpassen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was effektiv ist. Watashinante. Okay, sie ist nicht gelähmt, sie ist irgendwie so psychisch angeknackst und sie ist fast tot. 60% der HP geben wir mal ihr. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas haben, um Statuseffekte zu heilen. Sag mal, immer auf die Mädels! Alter, der haut ganz schön rein, ne? Bosskampf direkt am Anfang. Machen wir mal hier die Heilung. Das können wir gut gebrauchen, wir alle. Allerdings ist sie nicht vergiftet. Weißt du was, du heilst nochmal. Wir sind ziemlich angeknackst. Ah, okay, das resistet er. Schade. Stimmt, man kann ja auch in die Liste mehrere Angriffe hintereinander packen. Dann ist das Ganze ein bisschen effektiver. Oh, was immer der für eine komische Verwirraktion da macht, ist echt nervig. Wir sind wieder relativ angeschlagen. Charge. Ach, stimmt, man kann auch... Fuck, das wollte ich nicht. Ich habe aus Versehen nach oben geklickt. Stimmt, wir können Overtension machen, ist dann ein besonders guter Angriff, aber wir sollten uns erstmal wieder heilen. Alter. Wir geben mal uns ein Kit, weil wir fast tot sind. Und sie nimmt sich auch eins, um sich selbst zu heilen. So, und jetzt können wir mal noch attackieren. Ich kann keine... Denselben Angriff mehrmals hintereinander zu machen, reduziert leider den Damage, aber sie hat zu wenig TP, als dass ich da Overarts machen könnte, weil sie dann bei 0 TP landet, was niemals eine gute Sache ist. Ähm,
So. Scheiße, ich habe zweimal Overarts gemacht, wollte ich gar nicht. Okay, das hat besser funktioniert, als ich gedacht hatte. Okay, dagegen ist er weak, gegen Lightning Slash. Okay, natürlich ist es Metall. Verschiedene Angriffe machen. Wir machen erstmal diese Maschine weg, weil die macht uns mit am meisten Damage. Tashinante, Tashinante. So, Lightning Slash. Overarts Lightning Slash. Moonlight. Das sollte hoffentlich lang, oder? Nein. Fuck. Wir haben noch irgendwie einen Heilzauber auf uns drauf, den ich weiß überhaupt nicht hier, was ich mache. Also ich gucke auch gerade nicht in den Chat, tut mir echt leid. Ich bin gerade etwas angespannt. Komm, stirb! Fuck. Nein! Ich hätte doch noch mal heilen sollen. Dann zumindest dieses Scheißvieh fast down. Tja, und wie geht's euch so? Tut mir leid. So geht das also heute hier im Stream los. Also es geht ja nicht los, wir hatten zwischenzeitlich schon den Highskill, den du gemacht hast, hältst mehrere Runden. Ich ahne Schlimmes. Ja, okay, das machen wir nochmal. Ich habe mich jetzt ein bisschen wieder reingefunden, wie das Ganze funktioniert. Und wir überspringen jetzt nochmal den Dialog ein bisschen und machen nochmal allerdings das hier nochmal ganz kurz durch, dass wir es mitgenommen haben. Bla 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 bla. Den Dialog. Überspringen jetzt die Dialoge hier und machen den Kampf nochmal. Und diesmal schaffen wir das auch. Und jetzt werden wir dem eine ordentliche Abreibung verpassen. So. Los geht's. Okay. War das das oder war das... Ich weiß gar nicht, was hatte sie dann gemacht? Was war dann das? Die Arts? Ah ne, hier kann man nochmal gucken, was die Arts sind. Assists. Heals all party members. Und cures poison. Oder chargen. Na gut. Wir haben weniger als die Hälfte verloren. Wir sollten das hoffentlich einmal aushalten. Na gut. Zack, zack, zack. Schön mit den Schwächen angreifen, damit wir den schnell runter machen. Bitte nicht. Okay, habe ich irgendwas um gefallene Party-Member wieder? Ja. Und dann direkt... Das verbraucht er da auch Kosten. Wir machen jetzt einfach mal eine Overtension. Dann machen wir deutlich mehr Schaden. Komm schon. So, jetzt sind wir allerdings ein bisschen wieder gedamaged. Wir machen mal wieder Heilung hier. So. So, und dann greifen wir wieder ein bisschen an. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. So, wir sollten mal chargen. Shotto Mazuikamo. Oh, das sieht gefährlich aus. Deswegen geben wir dir auch wieder ein Heilungskit. Und dann greifen wir an. Da greift doch nicht immer die Mädels an! Oh. So, was konnten wir noch an Exis? Ach, das war das Regenerate. In Ally Recovers. Ah, das war das für 50 HP über 9 Züge. Und wir haben jetzt natürlich nicht genug TP, um das zu machen. Das ist kacke. Das sollten wir eigentlich generell aufrechterhalten. Ich dachte, das wäre sie gewesen. Sie kriegt erstmal wieder Heilung.
Und dann machen wir ein paar Angriffe, um uns wieder aufzufüllen mit TP. Und dann machen wir in der nächsten Runde, wenn er dran ist, machen wir dann diesen Heilungsbuff. Den brauchen wir dauerhaft in diesem Kampf hier. Sie macht allerdings einmal nochmal sicherheitshalber Gruppenheilung und attackiert. Ja, bitte nicht. Okay, dann regenerate. Achso, das machen wir erstmal auf uns. Wir haben es gerade am ehesten nötig. Dann nehmen wir noch ein normales Dingens. Und dann greifen wir noch an. So. Das brauchen wir gerade nicht. Sie kann einfach ein bisschen reinhauen. Hatoskoshi, bald haben wir ihn down. Noch ein bisschen. Okay, ja, das... Piercing. Zack. Zack. Wir müssen ein bisschen TP einfach auffüllen, dass wir auch auf ihr nochmal einen Heilungsbuff drauf machen können. Dafür brauchen wir 25, waren es glaube ich gewesen, ne? Sie geht einmal auf Nummer sicher und heilt sich selbst kurz. Und dann greift sie wieder an und hoffentlich reicht es vielleicht sogar schon. Los, komm! Okay. Gerät von ihnen ist erstmal down, jetzt greifen wir ihn an. Gegen was ist er schwach? Das nicht. Das auch nicht unbedingt. Das resistet. Okay, Flammen resistet er. Assist 25. Ach, er verliert durch den Debuff, den er wahrscheinlich gerade hat. TP nach und nach. Das ist auch nicht so gut. Piercing Shot. Ist er weak gegen. Okay, dann. Mist. Fehlen TP, um Overarts zu machen. Flamethrower ist er. Okay, einfach nur Flammen bei ihm sein lassen, weil er Resistance gegen Flammen hat. Ach, der macht ständig irgendwelche Debuffs auf uns. Das ist echt nervig. Aber der haut kaum Schaden raus. Deswegen nicht so wild. Ja, machen wir einfach hier und einmal hier und einmal hier und nochmal hier. Sasuga Atashi. Tja, das sieht mir ähnlich. Ich bin mega, so nach dem Motto. Wir haben genug, um Regenerate auch nochmal auf sie zu machen. Sicher ist sicher. Arigato! Gern geschehen! So, und einfach abwechselnd ein paar Angriffe. Einfach um den Schaden aufrechtzuerhalten. So, zack. Zack, eine Overarts mal reinhauen. Zack. So, einfach ein bisschen TP weiter auffüllen, dann haben wir auf uns nochmal einen Regeneration-Buff drauf. Also auf Kram. Jetzt, wo das Maschinenvieh weg ist, ist der Kampf eigentlich schon gewonnen. Okay, das war's schon. Meine Güte, was für eine Geburt. Mir fällt gerade auf, ich muss im Stream noch spielt Machina of the Planet Tree to Planet Ruder. Informationen aktualisieren. Kann ich auch mal reinhauen hier gerade. So, im Dashboard. Dann gucke ich mal kurz in den Chat rein. Boah. Tag, Leute. Hey, Flo, hab etwas verschlafen. Hehe, aber hab dran gedacht, mal vorbeizuschauen. Sei gegrüßt, Demon Ice Kyo Sun, der auch mit anderem Namen, so wie ich, wie mir irgendwelche Leute erzählt haben, Jan heißt und dergleichen. So. Willkommen. Sei gegrüßt, Jan. Wir spielen hier gerade Machina of the Planet Tree, Planet Ruler. Vorhin, du hast nicht allzu viele interessante Sachen verpasst. Ein kurzes Live-Let's Play von der Visual Novel gemacht. Und ja. Hier, ich hätte mir das Game nochmal die letzte Aufnahme angucken sollen, bevor ich weiterspiele. Wir sind hier direkt mit einem Bosskampf gestartet, obwohl ich es ein paar Monate nicht gespielt habe. Gut. Wir haben es aber gerade geschafft. Rettler ist auf Level 11 aufgestiegen. Verdammte Axt. Du verdammtes Stück Altmetall. Die Ether-Umwandlungseffizienz war nicht allzu schlecht. Von was? Aber es scheint so, als wären die Berechnungen nicht gut genug gewesen. Nicht gut genug. Verarscht mich nicht. Verarscht mich nicht.
Ich habe nicht verloren. Ich bin immer noch in the game. Ist das nicht wahr, Zeus? Nee, wie jetzt? Eine zweite Runde? Unglaublich. Das ist Zeus' Antwort. Was zur Hölle? Das... Der Umwandlungskern von dem Ding. Der Kern muss auf seine Gefühle des Hasses reagieren. Pass auf. Hä? Hä? Ich dachte, hier hätte ich gespeichert. Hier waren wir doch gewesen. Jetzt dachte ich, wir sind irgendwo im Grünen gewesen. Hä? Wir wurden irgendwo hin teleportiert und sie hat jetzt irgendwie das Gefühl, dass sie irgendwas... Hatte ich nach dem letzten Stream vergessen zu speichern? Ups. Hatte ich das? Was ist passiert? Wo zum Teufel sind wir? Ich bin nicht in der Lage, unsere Koordinaten festzustellen. Das Phänomen gerade muss irgendeine Art von Effekt gehabt haben. Es Tanetel? Also waren die Legenden wahr? Das bedeutet... Hey, warte! Renn ich einfach los! Sag mir, was zur Hölle hier los ist! Hier waren wir doch schon gewesen. Was ist mit Rettler? Und wir sind doch ein bisschen die Gänge weiter hochgegangen und hatten dann den Stream an der letzten Stelle beendet. Das weiß ich noch exakt. Hier waren wir schon. Ich habe vergessen, wahrscheinlich einfach vergessen zu speichern. Und sie rennt voran und folgt uns eigentlich hier. So, gut, dann speichere ich jetzt hier nochmal. Wann war der? 30.07.2016. War das echt im Juli 2016, dass wir das letzte Mal gespielt haben? Alter Schwede. So, was ist mit Rettler? Hey, ich sagte, warte. Es tut mir leid, Klamm, aber könntest du eine Weile ruhig sein? Ich kann ihre Stimme nicht hören. Hä? Was? Wessen Stimme? Rettler meint, dass der Planetenbaum sich hier... Rettler meint, dass der Planetenbaum sich hier befindet. Der Planetenbaum? Unmöglich. Was glaubst du, wie weit weg der von Halbern, das ist die Akademiestadt, ist? Sag mir nicht in dieser Form... Das ist wohl Schicksal, nehme ich an. Okay, jetzt bin ich ein wenig verwirrt, was hier passiert ist. Ja, danke zum Schaffen des Bosskampfs. Manchmal probieren, manchmal geht's daneben. Merkwürdig, ich bin verwirrt. An Bosskampf hätte ich mich doch erinnert. Endless Reload gibt's bei Undertale auch. Ich sagte, warte und die rennt hinter dir, genau. Das hier haben wir schon gespielt und da wollte ich, an dieser Stelle, das weiß ich noch ganz genau, wollte ich den letzten Stream beenden und dann hat Methelium noch gerufen, nein, weil es war dann irgendwie so 3 Uhr nachts und so weiter und das Stream ging dem Ende entgegen, habe ich hier an der Stelle gesagt, wir beenden den Stream, Methelium dann nein, nein, nein geschrien und dann habe ich gesagt, nu, dann machen wir noch ein bisschen weiter, sind hier noch ein bisschen weiter gelaufen, haben so 4, 5 Kämpfe mitgenommen und haben dann am nächsten Kristall, bin ich mir sicher, dass ich da gespeichert habe, und wir den Stream dann da beendet haben. Und das war mein letzter Stand. Deswegen, mir war grün in Erinnerung und ich das weiß, wo wir gerade waren. Wir haben den Bosskampf eigentlich schon gemacht gehabt. Das hier kennen wir schon. Und ich weiß, ich bin links, glaube ich, lang gegangen. Weil wir immer auf dem rechten Weg bleiben sollen, sind wir links gegangen. Aber wir gucken trotzdem mal, was hier zu sagen ist. Was zum Teufel? Dieser Ort sieht aus wie ein Labyrinth. Die Umgebung sieht ziemlich uneinladend aus. Wir sollten vorsichtig sein, während wir voranschreiten. Ich kann definitiv die Stimme der Priesterin hören. So, hier haben wir jetzt wieder Zufallskämpfe. Ich glaube, die hier waren alle relativ empfindlich gegen Feuer, wenn ich mich recht entsinne. Zack. Zack. Oder auch nicht. Okay, gegen Gatling Raid und Piercing Shots sind die empfindlich. Alles klar. Gegen Lightning sind die Resistance, oder? Ne, auch nicht. Okay, die sind gegen ziemlich vieles schwach. Ijiwaru Kuramu, du kleiner Mobber Kuramu. Sarani Kampeki Natschimau, na? Ich bin noch perfekter geworden mit Level 12. So. Ich bin ziemlich sicher, wir sind hier lang gegangen und immer links geblieben. Planet Tree Core Connecting Road. Nächster Kampf. Ah, die Aether Orbs, genau. Das ist die Kampfmusik, die immer spielt, wenn irgendwie ein seltener Spawn ist. Mit Gegnern, die dann am Ende sehr viel Aether und irgendwelche wichtigen Crafting-Gegenstände droppen. Weil man kann hier dann auch seine Waffen und seine Fähigkeiten und so weiter nach und nach mit diversen
ja, Materialien auch verbessern, weil ich noch nie gemacht habe im Laufe des Spiels, weil wir eigentlich immer noch ziemlich am Anfang sind. Die hier waren gegen ziemlich viele Sachen resistent, also vor allem gegen Magieangriffe, auch gegen Flammen. Ich glaube, gegen die hier sind physische Angriffe gut gewesen, oder? Wir finden es mal raus. Piercing Shot. Resistance war es. Dann waren sie doch gegen Flammen. Okay. Genau andersrum, die waren gegen Flammen empfindlich. So, dann schauen wir mal bei Lightning, wie sie gegen Lightning empfindlich sind. Geht so. Aber sind ja alle tot. Samamira, geschieht dir recht. Ah, Kondadokana. Wie ist denn das? Wie sieht denn das aus? Oh, Learned Rending Ice Form. Also wir haben irgendwie einen Eiszauber scheinbar gelernt. Ich bin trotzdem irgendwie verwirrt. Connecting Road. Okay, wieder ein normaler Kampf. Und ich habe Gatling und Piercing und nochmal Gatling und Gatling. Gatlinge! Da muss ich bei an Luffy von One Piece denken. Gomme, gomme, no! Gatlinge! Ja, kleiner Skorpionangriff, der uns scheinbar vergiftet hat, aber mein Gott. So, einige Recovery-Sets. So, hier sind wir lang, hier sind wir lang. Hier oben ist jetzt der nächste Kristall. Dachte ich. Hier links. Oh, wieder ein Aether Orb. Takara no Nioi, sagt sie gerade. Oh, dieser Gegner, der riecht nach Takara. Also nach Takara Mono ist nach Schätzen. An meine Beschwerde erinnert er sich sehr super. Methylium. Ja, tut mir leid. Ist ja nicht so, als würde ich diese Streams gut finden und sie deswegen länger wollen. Die Bega Rat ist niedlich, aber ich will den. Aber kill den Skorpion with fire. Okay, aber jetzt haben wir erstmal die Eva Orbs, den Skorpion killen wir dann als nächstes mit Feuer. Die hier waren auch gegen Feuer schwach. So. Normal, Overarts, normal, Overarts. Das könnte eventuell schon lang nach den Level-Ups. Tja, musste Rettler gar nicht ran. So, Rare Item acquired. Estelium, wie gesagt, mit diesen ganzen Ores und Konduktoren und Erzen und so weiter. Secondary und diese Platings, also. Oh, die geben viel Erfahrung. Das ist super. Krem, Level 13. Deiner Impact gelernt. Und Rettler auch Level 13. Ich guck mal ganz kurz, weil wir jetzt, weil die so schnell so Stufen aufgestiegen sind. Arts. Wir können ja immer vier auswählen. Hier, wie komme ich da rein? So. Wir haben jetzt hier ein paar neue gelernt. Flowers of Moonlight. Rending Ice Form bei ihr. Packen wir mal mit rein. Können wir mal ausprobieren und kämpfen. Und dann hier bei Krum. Der hat jetzt das Diner Impact gerade gelernt. Crushes one enemy with mighty punch. Es ist also stumpfe Magie, Magie-Flamme, stumpfe Angriff, also wahrscheinlich auch so physischer Schaden, nehme ich mal an. Können wir auch mal austesten. Oh, die erste, die zwei Kosten hat von seinen Angriffen. Okay. Immer noch Connecting Road. War ich doch. Okay, Spike Bee und Autodoll. Die waren, glaube ich, auch sehr feuerempfindlich hier. Schauen wir mal. Ja. Okay, wir sind mittlerweile overpowered und overleveled. Es ist eigentlich so, als wären wir vom Level her wie im letzten Stream, nur der Speicherstand ist irgendwie vorher, weil das kommt jetzt fast zu einfach vor. Die Kämpfe hier. Und ich erinnere mich halt dann auch an deren Schwächen. Okay, war es doch nicht immer links lang? War ich auch irgendwann mal rechts gegangen? Ich weiß es nicht. Poison Scorpion. Waren die auch echt schwach gegen Feuer? Und bei denen ist es normal. Was macht denn das Deiner Impact? Impacto! Aber der Flammenwerfer macht halt schön Gruppenschaden. So, auch immer ihren Eisangriff ausprobieren hier unten, da. Und die Oberarzt-Variante. Okay. Okay, der Skorpion ist gegen Elektrizität schwach. Okay, hier haben wir auch so ein kleines Spielelement. Es gibt immer mal diese kleinen Ausgrabungsstätten hier. Oh, Rattler ist so ruhig.
gucken wir uns allerdings vorher kurz mal an. Rettler, jetzt sag nochmal verdammt, was hier los ist. Warte einfach, wir werden bald da sein. Kronos, wie sieht's mit deiner verbleibenden Energie aus? Die Ätherkonzentration hier ist viel höher als in den jeder anderen Ruine, in der wir jemals waren. Es gibt kein... du musst dir keine Sorgen wegen der Ätherreserven machen. Ja, also diese komischen Äther-Sachen und so weiter, das ist, sind diese Antriebe von den Maschinen und von diesen künstlichen Intelligenzen wie der Kronos-Waffe, die wir tragen und so weiter am Arm. Es ist ja nicht so, als würde mir die Situation nicht gefallen, in der wir uns befinden. Es ist einfach nur, dass ich es nicht mag, ignoriert zu werden. Sollten wir sie einfach links liegen lassen? Nein, das sollten wir nicht, Klamm. Wir sollten ja folgen. Naja, wir sind schon so weit gekommen. Dann sollten wir das bis zum Ende durchziehen, bevor wir zurückgehen. So, und hier sind Ausgrabungsdinger. Excavating Attribute. Tja, besser als nichts. Und hier kann man auch Heilkits und bestimmte Gegenstände und so weiter rausbekommen. Manchmal auch seltene Sachen, wo dann was anderes steht, als ist es besser als nichts. Gucken, ob wir da irgendwas Seltenes hier drin haben. Besser als nichts. Life Regain. Und kann nichts mehr gefunden werden. Okay, war nichts allzu Dolles drin. So, hier hatten wir im letzten Stream aufgehört und gespeichert. Dann, als ich noch ein bisschen länger gemacht habe. Das weiß ich noch. Und diesmal speichere ich hier wirklich. So, einfach über den wir hier angelegt haben für diesen Stream, Slot 1. Und weil wir jetzt wieder hier sind, würde ich sagen, das war der Livestream für heute. Nein, Scherz, keine Sorge, wir machen weiter noch ein bisschen. Mal gucken, was im Chat los ist. Lol, stumpfe Magie klingt wie eine Beschwerde. Deine Magie ist ganz schön stumpf. Das ist etwas, was man wahrscheinlich niemals Megumin aus Konosuba sagen sollte. Du hast eine ziemlich stumpfe Magie. Dann hat man gleich irgendwie, wird man gleich in einer sehr großen Explosion gefangen werden. So, Eddie Taku, moin, Chat und auch an mich. Sei du auch gegrüßt, Eddie Taku. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie geht's euch so? Bei unserem Best Girl hier geht's mir super, gut, alles im Lot. Mir geht's auch soweit ganz gut. Schlechtes Gewissen ein bisschen, weil ich nicht so fleißig bin, wie ich sein sollte hier im Auslandsjahr. Aber ich freue mich jetzt trotzdem auf die anstehenden Reisen. Nächste Woche nach Osaka und übernächste Woche nach Tokio zur Anime Japan und so weiter. Fuck, ich habe ein bisschen gerade gekleckert hier, aber nicht so viel. So, zwischendurch wieder ein bisschen Zacke eingeschenkt. Und dann würde ich sagen, hier haben wir eigentlich tatsächlich beim letzten Mal aufgehört. Deswegen dieses Bild, dieser Ausschnitt hier und diese Erinnerung mit, dass ich da noch mit Helium argumentiert habe. Das sind so meine letzten Erinnerungen, die ich noch an das Game habe. Und dass eben wir irgendwo nach einem Kampf irgendwo hin teleportiert worden sind in der Ruine und sich Rettler dann komisch verhalten hat. Das waren so meine letzten Erinnerungen und da lag ich auch tatsächlich komplett richtig. Und hier sind wir jetzt. Ein Altar. Was ist das für ein Ort? Es hat dieselbe Aura wie das Tor in den großen Ruinen. Was ist das für ein Kristall? Okay, das muss ich jetzt mal nachgucken, aber ich habe ja in weiser Voraussicht im Hintergrund hier im Browser das Englischwörterbuch offen gehabt. Okay, verdant kann grün, unerfahren, unreif, grünend bedeuten. Als Adjektiv. Aber als... Hä? Aber das hier ist ja als the verdant, also als Substantiv. Ist es dann das Grün oder die Unerfahrenheit oder die Unreife? Irgendwie sowas in die Richtung? Nennen wir es einfach so, wie es im Englischen ist. The verdant, also das verdant. Priesterin. Da ist jemand drinne. Ich hatte recht. Jetzt werden sie es endlich zugeben. Rettler, du... Kram! Ich habe feindliche Signale aufgenommen. Was Großes. Okay, was auch immer. Gehen wir es an. Grow Dryad. Dryad ist doch auch irgendwie so ein Sagenmonster, wo ich mal ganz kurz nachgucke. Dryade. Ich wette, es wird Dryade da auf Deutsch, dem ich jetzt nachgucke. Dryad. Gibt es da vielleicht noch mehr, aber eine bessere Übersetzung? Nymphe, genau, sorry. Bin gegen das Mikrofon gerade gekommen. Nymphe. Genau, eine Waldnymphe haben wir hier. Eine wachsende Waldnymphe. Gegen Okay, er wurde schlafen gelegt. Gegen Pflanzen entweder Eis oder Feuergut, nehme ich mal an. Probieren wir mal.
Ich glaube nicht, dass Elektrizität gut funktionieren wird. Schauen wir mal. Flammentanz. Ja. Schwach. Eis. Ja. Schwach. Gut. Warte mal, sie hat doch irgendwas... Ah, verdammt. Sie kann doch schlafen auch wieder wecken. Nicht, dass jetzt beide einschlafen. Cures... Nee, Poison war bei ihr. Fuck. Haben wir irgendwas, was Schlaf heilen kann? Oh. Damit kann man einen Gefallenen wiederbeleben in perfekter Kondition. Das hier ist Gegendift, aber wir haben es Gegendift. Kennst du Gegendift? Aber wir haben nichts zum Aufwecken da. Fuck. Na gut, dann greifen wir halt weiter an. Ja, also direkt der nächste Bosskampf. Ich hoffe, Kram wacht bald wieder auf. What the fuck? Okay, als erstes Heilung auf ihn. Zwar schade um die Gamma-Kids, aber er hat ordentlich was abbekommen gerade. So. Amalikite Naipoi? Aber da steht, es ist weak gegen. Aber sie sagt Amalikite Naipoi. Es scheint so, als hätte es keine große Wirkung. Das irritiert mich ein wenig. Nochmal kurz gucken. Mit Overarts. Da steht weak. Also sie nimmt auf jeden Fall mehr Schaden damit. Amalikite Naipoi, wieso? Es steht kein Resistance. Was, Doku? Oh nein, wir sind vergiftet. Okay, dann machen wir auf jeden Fall das hier. Dann heilen wir uns gleichzeitig und machen Dings weg. Man muss auch so ein bisschen auch hinhören. Also die sagen auch wirklich tatsächlich immer alles. Okay, dagegen ist es auch schwach. Ah, verdammt, zweimal selber hintereinander ist nicht gut. Okay, endlich ist er wieder wach. Gut, dann... Wenn sie reinhaut, haut sie ordentlich rein. Deswegen machen wir mal ein Regenerate auf Rettler. Und dann greifen wir mal normal an. Und nochmal Overarts. Dora. Wie gefällt dir das? Oh, sie ist ausgewichen. Sehr gut. Man muss auch die... Ich vergesse immer, man kann die Kombos auch von Charakter zu Charakter übernehmen. Da läuft dann die Zeit ab. Und man sollte möglichst schnell und gut agieren hier in dem Spiel. Deswegen, ich bin eigentlich viel zu langsam hier und überlege immer zwischenzeitlich ein bisschen zu viel. So, deswegen konzentriere ich mich jetzt mal ganz kurz ein bisschen hier. Okay, das Impacto macht nicht allzu viel. Oh, vielleicht sollten wir sie auch nicht direkt mit irgendwelchen Attacken berühren, weil dadurch hat er jetzt scheinbar wieder einen negativen Statuseffekt bekommen. Sollte ich im Hinterkopf behalten. Ich sollte nicht so viel TP verbrauchen. Sie sollte erstmal ein bisschen wieder aufladen. So, er... Er sollte ein bisschen TP auffüllen, dann will ich ihn mal heilen. Also den Heilbuff geben. Fuck. Mach mal heilen. Sicherheitshalber. Arigato. Aber nicht so schlimm wie der vorherige Bosskampf hier. Das werden wir schon irgendwie überstehen. Atoskoshi. Bald haben wir sie. Ah, ich wollte nicht Getting Rage, ich wollte eigentlich nochmal Flamethrower machen. Hat er nicht. So, das sollte hoffentlich lang. Komm, macht sie alle. Atoskoshi. Jetzt aber. Mann! Jutainer Damage, das ist ein ziemlich heftiger Schaden, aber bevor wir noch mehr Schaden kriegen, hauen wir ihr mehr Schaden rein, dass sie kaputt geht. Bitte reich. Ja, dankeschön. So. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Nymphen-Ivy bekommen. Was ist eine Ivy? Ich guck mal im Hintergrund. Auch wieder auf den Chat gucken. Da. Verdant ist sowas wie Maigrün oder so ein starkes, saftiges Grün. Wird meistens dafür benutzt. Oh Gott, da wurde ganz schön viel geschrieben, schätze ich gerade.
Oh, hast du dich etwa an mich erinnert, fragt Eddie Taku. Ja, vom Namen her weiß ich, dass du in vergangenen Streams schon mit dabei gewesen bist. Deswegen, Eddie Taku sagt mir auf jeden Fall was vom Namen her. Auch wenn ich jetzt nicht konkret sagen könnte über... Warum höre ich Kampfmusik? Okay, war gerade irritiert. Oder das irritiert mich gerade. Okay, wenn wenn am Ende vom Kampf die Triumphmusik einmal durchgespielt hat, geht die Kampfmusik wieder los. Auch interessant. Was so ein kleiner Bug, den wir dann hier gefunden haben. Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall. Auch wenn ich mich nicht immer, weil es schon Monate her ist, erinnern kann, über was wir vielleicht zum Teil noch schon an Themen gesprochen haben und ich mich vielleicht wiederhole, aber der Name sagt mir was. Konzentriere dich ruhig wieder auf Flo. Der hat sich am Anfang extra für mich ausgezogen. Verrat doch sowas nicht! Oder sollte ich jetzt sagen, kenne ich schon. Stimmt, Jan kennt das auch. Zieh dich doch aus oder so. Oder mach Striptease. Also Jan und ich und auch zusammen mit seiner Frau, wir haben schon so einige Striptease-Partys gemacht. Nein, ist ein Scherz! Bevor Jan oder Hiki mich killen, nehme ich das schnell wieder zurück. Triade. In manchen Games sind Nymphen und Triaden unterschiedlich. Immer wieder lustig. Fabelwesen ist noch keine Wissenschaft. Bundesamt für magische Wesen. Hat ganz schön viel HP, das stimmt. Ich glaube, die solltest du nicht schlafen lassen. Manchmal sind Nymphen ja solche, die Wanderer in Schlaf lullen und die wachen dann nicht mehr auf. Das stimmt. Leider habe ich irgendwie keine Gegenstände oder keine Arts, keine Magiemittel, um aus Schlaf jemanden wieder zurückzuholen. Ich habe nur Poison. Also ich kann nur entgiften, was an sich auch schon gut genug ist. Das werden wir überstehen, sagte er. Und im letzten Moment macht der Boss eine super Attacke, der beide killt. Ja, sowas sieht japanischen Games auch ähnlich, dass sowas gerne mal kommt. Boss schämt sich und versinkt im Wurm. Was Absicht ist, dass unsere so viel Damage bekommen. Ich glaube, wir sollten mittlerweile bei unseren beiden, wenn wir hier durch diesen Dungeon, diese Sache hier mal durch sind. Ich glaube, ich habe denen noch nie irgendwelche bessere Ausrüstung, bessere Rüstung gekauft oder gecraftet aus den Sachen, die wir schon gesammelt haben. Deswegen, die sind zwar von den Angriffen her vom Level schon sehr stark, aber die haben eine miserable Verteidigungsausrüstung. Deswegen kriegen unsere beiden, glaube ich, so viel Schaden, obwohl sie selber auch so viel machen. Ich wollte Ivy nachgucken. Poison Ivy. Ah, Poison Ivy ist an sich Efeu und Poison Ivy ist dann giftiges Efeu? Gift-Efeu oder so? Gift-Efeu. Kletternder Gift-Sumach. Giftefeu-Ausschlag. Allergische Kontaktdermatitis durch Giftefeu. Sind hier so weitere Übersetzungsbeispiele. Ja, sagt mir sehr viel. Ich möchte nicht wissen, was ihr alles bei eurer Karaoke-Party gemacht habt. Getrunken und bis morgen früh durchgemacht, während meine Frau geschlafen hat, aufgewacht ist und sich dann total Sorgen gemacht hat. Ach ja, die Sache, als wir in Osaka waren. Oh ja. Ich bin froh, dass mir das deine Frau bis heute nicht übel nimmt, dass wir da die Nacht durchgemacht haben und sie sich wirklich mächtig Sorgen gemacht haben und dass ihr trotzdem noch schöne Flitterwochen miteinander verbracht habt. Das war was gewesen. Das war eine Nacht. Das war eine Karaoke-Nacht. Habe ich da eigentlich das Uncut-Video von hochgeladen, dass man wirklich die schlimmsten Sachen auch sehen kann? Also ich habe nicht alles... Also wir haben manche Unterhaltungen, die nicht auf Kamera gebannt sind und dergleichen und manche Songs, aber es war trotzdem schon eine... Es war eine Nacht der Nächte. Ja. Mir nimmt sie es immer noch ein wenig übel. Immer mal für einen Moment zumindest. Ja, so als scherzhaftes dir vorhalten und so fass dich mal selbst an die Nase und so weiter. Ja, die war cool. So, aber jetzt irritiert mich hier ein bisschen die Kampfmusik hinten im Grund. Wir machen jetzt hier mal weiter. So, Level Up bei beiden. Hat irgendwer was Neues gelernt? Nein. Puh. Gut, das haben wir irgendwie überstanden. Nun denn. Würdest du uns mal gerne erklären, was hier los ist, Rettler? Wer bist du? Was ist dieser Ort? Und was zur Hölle hat es mit diesem Kristall da auf sich? Das ist das erste Mal, dass du mich bei meinem Namen Rettler genannt hast, hä? Spielst du immer noch hier die Dumme, wenn wir schon so... Kram. Geh mit mir hoch, direkt zu dem Mädchen vor dem Kristall. Oder in dem Kristall. Roboterstimme, sorry. Kram. Bitte bring mich direkt bis zu dem Mädchen im Kristall. Was? Tut mir leid, Kram, aber ich glaube, ich schuldige dir eine Entschuldigung. Ich wusste von Anfang an, wer dieses Mädchen ist und was ihre Ziele hier waren. Klochan,
du bist. Das geht mir irgendwie ganz schön gegen den Zeiger. Es tut mir leid. Wie dem auch sei. Ich hatte mir schon gedacht, dass du irgendetwas von mir verheimlichst. Schließlich sind wir Partner. Aber ich vertraue dir. Ist das so okay? Danke dir, Kram. Die... was für ein Grün war das? Was für ein gutes Wort? Wer hat das geschrieben gehabt? Ich muss mich jetzt auf irgendein Wort einigen, damit ich das dann weiter benutze. Saft Maigrün. Okay, die Mai, nennen wir sie die Maigrüne Prinzessin. Priesterin. Die Maigrüne Priesterin. Ich hatte tatsächlich recht. Maigrüne Priesterin? Okay, sie ist sehr niedlich und hübsch, aber sie hat definitiv noch ein bisschen Ausbaupotenzial, was so das Character-Design angeht. Deswegen, ich glaube, sie wird Rettler keine Konkurrenz machen, oder? Estis scheint also ihr Name zu sein. Ich bin Estiol Astanetel. Eine von denen, die sich, die den Planetenbaum regulieren oder wahrscheinlich so im Zaum halten, nehme ich mal an. Die Maigrüne Priesterin. Die geschätzte Zeit, die vergangen ist, 974 Jahre. Die Verbindung zum Ätherlicht kann nicht bestätigt werden. Es gibt... Es wurden Lücken in der individuellen Erinnerung festgestellt. Den Planetenbaum regulieren? Sie ist kein Mensch? Es scheint, als sei die Zeit endlich gekommen. Kram, ich habe etwas, über das ich mit dir reden muss. Was für ein Zufall, ich auch. Ich habe so viele Fragen, dass mein Kopf bald anfängt zu explodieren. Das hier ist eine Geschichte von vor langer... langer Zeit. Eine Geschichte, als die Welt von Mechanoiden beherrscht wurde. Ich mache jetzt mal nicht alles in der Chronostimme, weil es sonst ein bisschen... Chapter 2, Kapitel 2. Lost Duty, also verloren gegangene Pflicht oder so. Immer noch beim Maigrünen Altar. Ich guck mal wieder ganz kurz in den Chat nebenbei. Ne, nichts weiter Neues im Chat. Gut, dann machen wir hier mit der Story weiter. Wieso bin ich... Hey, was ist los? Die Maigrüne Priesterin ist das Verteidigungsterminal des Planetenbaums Estanetel. Der Umstand, dass sie aktiviert ist, bedeutet, dass... Der Planetenbaum ist in Gefahr. Nicht nur das, aber irgendwas hat sich ihrer Aktivierung in den Weg gestellt. Wer und warum? Ich weiß es nicht, aber... Das Ganze stinkt bis zum Himmel. Wie kann eine Maschine einen Geruchssinn haben? Dürfte ich euch fragen, wer mich aktiviert hat? Wir waren es, Priesterin. Du hast doch überhaupt nichts gemacht. Es war Kronos. Sei still, Klamm. Kronos. Kronos Noah? Ja, das war ziemlich gefährlich. Danke, dass ihr mich erweckt habt. Oh, Priesterin, was ist nur passiert? Nun. Ich bin mir sicher, wir haben viel zu diskutieren. Aber zunächst sollten wir diesen Ort verlassen. Die Monster hier in der Gegend sind viel aktiver geworden. Wahrscheinlich durch die Aktivierung der Priesterin. Wir sollen zurück in dieses Labyrinth gehen? Selbst wenn wir denselben Weg zurückgehen. Es gibt nichts, wohin wir zurückgehen können. Stimmt, wir wurden ja irgendwie hierhin teleportiert und wissen nicht, wie es geschehen ist. Überlass das mir. Die
dieser Ort? Das ist ganz in der Nähe von meinem Dorf. Ach, Wahnsinn! Wie sind wir denn so schnell hierher gekommen? Ich habe uns hierher transferiert, indem ich ein Tor geöffnet habe. Ihr könnt jede Art von Ort erreichen mit diesem Portal. Scheinbar wird das dann sozusagen die Teleportationsfunktion durch die große Welt dann von dem Spiel werden hier. Mit diesen, keine Ahnung was, Planetenbaumportalen oder wie wir sie auch immer nennen wollen. Oder zumindest solltet ihr in der Lage dazu sein. Okay, wir sind also von den großen Ruinen zum Planetenbaum mit ebenfalls so einem Tor teleportiert worden. Super. Priesterin, wir sollten darüber reden, was wir als nächstes... Hey, pass auf! Schon wieder Kampf? Wer sind diese Kerle? Rettler scheint nicht allzu begeistert zu sein, aber sie wird sie wahrscheinlich kennen, wenn es in der Nähe von ihrem Dorf ist hier. Wer bist du, der Dorfälteste? Sieh an. Was hat das bitteschön zu bedeuten, Rettler? Hä? Nichts. Nur, dass die maigrüne Prinzessin... Ich will immer Prinzessin sagen statt Priesterin. Nur, dass die maigrüne Priesterin wieder zurückgekehrt ist. Und wer ist dieser Mann? Er sieht wie ein Außenseiter aus, also wie ein... Also jemand, der hier nicht hergehört. Was für ein Wechsel. Wir sind in dem alten Noah-Dorf, oder wie hieß es gerade? Und ich weiß nicht, wer das jetzt hier gerade sagt. Wahrscheinlich, ich nehme mal an, dass es noch der Dorfälteste ist, der jetzt eine Erklärung hier abgibt. Die alte Welt wurde kontrolliert von einem super übermäßig aufgepowerten computerartigen System, welches das Noah-System genannt wird. Zur selben Zeit gab es auch diese mysteriöse Substanz, genannt Äther. Und das Noah-System machte sich den Äther zunutze mit seinen neuesten Technologien. Die Menschheit hatte ein neues Level an Wohlstand erreicht, wie nie zuvor. Aber das ging nicht so weiter. Okay, es hatte Kronos gesagt. Das Noah-System bestand aus 13... Okay, was könnte an dieser Stelle jetzt hier Notes sein? Knoten, genau. Das System bestand aus 13 Knoten. Der letzte dieser Knoten war die Apokalypse Noah. Jene Maschine, die wir meinen, wenn wir von dem Symbol der Kraft oder der Macht reden, den Machina. Also ist dann das Machina nicht gleich dem Noah-System? Die Apokalypse suchte die Menschheit heim. Die Apokalypse überwältigte die Menschen und eroberte Stadt nach Stadt nach Stadt. Und innerhalb des Kerns der Noah war ein sehr großer Kampfmechanoid, der für jenen Zweck gebaut worden war. Das ist die wahre Form dessen, was man als Machina bezeichnet. Fühlt sich so an, als wäre mir die Antwort auf einen Test gegeben worden. Also bist du auch einer dieser Knoten von Noah? Sich selbst eingeschlossen, war die Noah-Apokalypse in der Lage, 9 Noah-Knoten einzunehmen. Wir anderen 4 haben an verschiedenen Orten gekämpft, aber wir wurden immer mehr und mehr überwältigt an Anzahl, gegen die wir kämpfen mussten, und deswegen verloren wir unsere Kampfesstärke. Und inmitten von all dem, eine der Noah, Estanetel Noah, hat es geschafft, hat es geschafft, sich selbst zu verwenden, um die Apokalypse zu versiegeln. Das bedeutet also, dass der Planetenbaum ein kolossales Attribut ist, welches die Apokalypse-Machina versiegelt. Okay, ganz viel Storytelling, wo wir kaum noch wissen, was eigentlich abgegangen ist im letzten Stream. Warum nicht? Rettler,
Es ist unsere Aufgabe, den Planetenbaum, so wie er ist, zu beschützen. Nicht mehr und nicht weniger. Das sind doch nur leere Worte. Der Planetenbaum ruft uns nach Hilfe. In den Tagen der Alten gab es jene, die mit dem Planetenbaum kommunizieren konnten. Aber niemandem von unserem Clan ist es in den letzten paar hundert Jahren gelungen. Wie ich es schon sagte, ich kann es. Und die Priesterin ist erwacht, direkt hier. Willst du einfach nur so rumsitzen? Ja. Unsere Aufgabe ist es zu beschützen und nichts anderes. Onkel, du bist echt ätzend. Glaubst du, dass meine Schwester froh darüber sein wird? Diese Unterhaltung ist vorbei. Noch mehr Story. Ich guck mal ganz kurz in den Chat hinein, was da denn abgeht. So viele Streams und immer noch Prolog oder so. Die Mutter der Erde ist also der Dorfälteste. Ja, ja. So. Ich hätte vor 1000 Jahren zerstört werden sollen, als ich gegen die Apokalypse gekämpft habe. Aber durch irgendeinen Wink des Schicksals bin ich wieder ins Leben zurückgekehrt. Und so wie die Welt jetzt ist, glaube ich nicht, dass andere Noah noch am Leben sind. Kronos. Ich muss meine uralte Aufgabe erfüllen. Bitte, Kram, hilf mir dabei. Da ist sie ja endlich. Lass uns gehen, Kram. Wir haben die geheime Kunst von Vermilion gelernt. Vermilion. Die Zinnober. Lippenrot. Also Blutrot, was auch immer. Die blutrote Geheimtechnik. Was auch immer das zu bedeuten hat. War es denn wirklich okay, dass wir einfach so aus deinem Dorf geflohen sind? Ja, vergiss diese ganzen Idioten. Sie haben sogar darüber geredet, dass sie Esti Hausarrest verpassen wollen oder sowas. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich von demselben Clan sein soll wie die. Ich schätze mal, das kommt jetzt ziemlich spät, aber du bist also vom Clan der Wächter des Planetenbaums. Ja. Oh, warte, habe ich dir das nicht gesagt? Unsere Aufgabe ist es, den Planetenbaum zu beschützen. Und Esti zu retten ist also auch Teil davon. So. Gibt es also wirklich jemanden, der versucht, die Maschine wiederzubeleben? Gibt es irgendwelche Hinweise darauf? Nun ja. Ich kann mich nicht so ganz erinnern. Aus irgendeinem Grund sind gewisse Teile meines Gedächtnisses, meiner Erinnerungen beschädigt. Also, um es kurz zu machen, du weißt es nicht. Ja, es scheint so, als hätte ich den Zugang zu bestimmten Arealen, mit dem Siegel, welches ich benutzt habe, zusammen verloren. Okay, das bedeutet einfach nur, dass sie nicht so boom, bam, bam einfach losgehen kann und sich direkt zur Maschine teleportieren kann. Also was tun wir dann? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie wir das Ganze überprüfen können? Ich kann das Ätherlichtnetzwerk freisetzen. Bist du verrückt? Zunächst sollten wir wait to the first portal on the path to seal. Wir sollten uns auf dem Weg zu dem ersten Portal machen auf dem Weg und es versiegeln. Hier entlang. Huch. Ich habe zwar keine Ahnung, was hier abgeht, aber ich schätze mal, wir sollen einfach erstmal hier lang, ne? Okay, warp to the workshop. Wir pressen mal kurz D, schauen mal, was es zu sagen gibt. Diese Tormagie ist ziemlich nützlich, hä? Gibt es denn ein Limit? Dieser Körper hier ist noch nicht vollständig. Ohne ausreichend Vorbereitung kann ich nur über kurze Distanzen warpen. Vorbereitung? Irgendwas wie so ein Magiezirkel, den du vorhin benutzt hast, um zu warpen? Ja, berechnen und die Koordinaten... Triangulating the Koordinaten...
Also zu berechnen und zu die Koordinaten zu triangulieren. Ich habe keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt, deswegen benutze ich jetzt einfach triangulieren. Das kostet ganz schön viel Aufwand. Könntest du dir das hier mal anschauen? Okay, jetzt können wir direkt in meinen Workshop warpen. Was zum Teufel? Wir haben einen Magiezirkel direkt in seinem Workshop verarbeitet. Jedoch können wir nur über die maigrünen Kristalle darauf zugreifen. Sprich, über die Speicher. Die Speicherkristalle. Die Speicherkristalle. Jetzt können wir jederzeit zurückwarpen, falls wir unsere Waffen modifizieren wollen. Es tut mir leid, deswegen, Esti, dass du Kram und seinen spontanen Ding einfach so, ja, zuarbeitest. Kein Problem. Viel wichtiger. Wir sollten uns beeilen. Okay, wir können jetzt, wenn wir einen Savepoint benutzen, das Labor vom Menü auswählen. Das gucken wir uns auch mal ganz kurz an und dabei schaue ich auch mal wieder in den Chat. Vorher speichere ich auch mal, damit ich es nicht wieder vergesse, wie scheinbar ja beim letzten Stream. Übrigens Grüße auch von meiner nun erwachten Frau und ja, sie nimmt es dir nicht übel mit der Karaoke. Wir essen dann bald und gehen erstmal offline, kommen dann nachher wieder von, wenn Gregor da ist. Der kommt heute vorbei. Liebe Grüße an Gregor. Ich weiß nicht, der Stream wird noch maximal 2 Stunden gehen, weil es dann hier 0 Uhr ist und ich nicht zu lange zu laut sein will wegen meiner Nachbarleute. Deswegen, falls wir uns dann nicht mehr sehen sollten, 16 Uhr deutscher Zeit, schöne Grüße an Gregor, schönen Gruß an deine eben erwachte Frau und ja, dann trianguliert ihr mal zu dritt, Gregor, Hickey und du. Wünsche euch dabei viel Spaß. Vielleicht bis später noch, ansonsten schon mal viele, viele Grüße. So. Gespeichert haben wir. Dann gucken wir mal ganz kurz. Laboratory, hier haben wir es. Okay. Select Equipment to Enhance. Attack Unit. Haben wir irgendwas, womit wir mehr Schaden aushalten können? Das wäre eigentlich mal so das Interessanteste. Generell können wir einfach hier unseren Schaden erhöhen in dem Workshop. Können wir sonst noch irgendwas machen? Formation können wir auch ändern. Ich weiß nicht, ob das irgendwas daran ändert, wie viel Schaden wir bekommen. Dann gucken wir uns auch mal ganz kurz an, was Esti überhaupt kann. An Arts. Merciful Light. Heilige Magie, wieder die Stumpfmagie, Blunt Magic, ein Nahkampfangriff, welcher das Tor benutzt, also so, um sich so hin und her zu teleportieren. Fernattacke, was kann sie noch? Die beiden sind drinne. Ah, das ist das Vermilion Hidden Art, was sie vorhin gelernt hat. Flammenmagie, kompresster Äther, der auf alle Feinde gefeuert wird und viele Explosionen verursacht. Also alle drei können Massenfeuerschaden machen, kostet aber auch 3 Coasts. Assists Art, was sind Assists Art? Ich glaube, viele von den Funktionen des Spieles kenne ich vielleicht noch gar nicht so. Ach nee, die Assists Art sind diese Heilungen und so weiter. Was kann sie da? Die Magieattacke von allen Party-Members erhöhen für 2 Züge. 40% von den HP der ganzen Gruppe heilen, das ist gut, kostet 40 Technikpunkte. Und 30% von Estis HP und dann wieder ihre TP zurückerlangen. Und dann noch weitere TP für 4 Züge, das heißt, sie ist eine gute Selbstheilerin, also kann gut auf sich selbst aufpassen. Dann nochmal kurz auf Rettler anschauen. Ihren eigenen Speed erhöhen. Provozieren. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte, außer sie hat die meiste Verteidigung, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie am ehesten umkippt. Das kennen wir. Was konnten wir noch außer diesen Heil Dingsbums Regenerate? Was ist das hier? Achso, den Schaden verringern, den einer von unseren Gruppenmitgliedern bekommt für 3 Züge. Das sind so diese normaler Magie-Einsatz, wenn man will. Jetzt will ich mir noch mal kurz Equip angucken. Hier, ich will die Armor, also die Verteidigung, die wir haben, will ich ja eigentlich mal ein bisschen erhöhen. Dafür müssten wir allerdings... wir wollen bestimmt nicht die Broken Weapon Unit benutzen. Wir haben halt noch überhaupt nichts irgendwie an Ausrüstung, wie wir mehr Verteidigung bekommen könnten. Okay, sie ist eine sehr große Magieangreiferin, die Esti. Rettler eben sehr agil und normale, so Angriffsattacke. Wir sind sehr ausgeglichen. Also mit Esti sollten wir vor allen Dingen magisch angreifen.
Ich glaube, wir können einfach mal, weil wir genug Materialien haben, können wir einfach mal ein bisschen hier aufpeppen, trotz alledem. 40 Konduktoren, Ether, Plating. Das Plating erhöht scheinbar auch ein bisschen unsere Defense, wenn wir das bei der Attack Unit hier machen. Dann ist es gar nicht so schlecht. Ach so, den Decker. Ah, wir können auch von den anderen die Sachen hochsteigern. Okay, bei ihr können wir es nicht, aber bei Dings können wir es. Bei Rettler. Fenrirfang. Dann machen wir das einmal bei ihr. Zack. Haben wir aufgewertet. Und dann unsere Attack Unit. Zack. Ist jetzt auch stärker. Okay. Gut. Dann, bevor ich es vergesse, speichere ich nochmal. Kurz wieder in den Chat gucken. Huch, jetzt bin ich wieder auf die Werbung gekommen von der Chat-App. Von der Twitch-Chat-App. Ach ja, das muss es unbedingt mal als LP machen. Ich will das bei dem Kampfsystem irgendwie nicht selbst spielen. Ich habe tatsächlich auch lange überlegt, es als LP zu machen, weil mir gefällt das Kampfsystem und generell die Story. Ich würde die Story tatsächlich mehr in einem Stück erleben wollen und ich würde es dann als LP wirklich nochmal komplett von vorne anfangen. Auch wenn ich dann schon ein paar bis zu einem bestimmten Punkt ist, dann nicht mehr blind ist. Deswegen, ich würde sagen, wir spielen jetzt noch. Wobei, wir haben es 22 Uhr. Wir gucken nochmal kurz, was den Weg hier runter ist. Vielleicht bis zum nächsten Speicherpunkt und so weiter oder gehen dann nochmal zurück. Einfach nur, um mal zu gucken, wie sie denn die Esti kämpft und die neuen Fähigkeiten jetzt ein bisschen auszuprobieren. Vorher gucken wir nochmal, was passiert, wenn wir jetzt D drücken. Dieser bulkige alte Mann, war das dein Onkel? Ja, sein Name ist Gaia. Er ist der Chef der Wächter. Wir müssen stolz sein und unsere Gesetze verfolgen. Ach Mann, der ist echt, den kann man echt nicht kleinkriegen in seiner Überzeugung. Ihr seid ja mal echt wie Tag und Nacht. Seid ihr wirklich blutsverwandt? Er ist der Mann von meiner Mutter, also sind wir nicht blutsverwandt. Ach, Klamm, du mal wieder mit deinen taktlosen Fragen. Aber er war eigentlich nicht wirklich so. Naja, bis er der Chef geworden ist. Leute haben verschiedene Arten und Weisen, wie sie mit ihren, mit ihrer, Responsibility, mit ihrer Verantwortung umgehen. Schweigen. Okay, schauen wir mal, was wir noch Neues sehen, wenn wir hier runterkommen. Direkt der nächste Speicherkristall, unweit ist, des zweiten. Was eher darauf hindeutet, dass hier vielleicht wieder ein großer Bosskampf kommt. Wir speichern nochmal kurz hier drüber. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch so ein paar Minuten hier weiter und dann ich würde es tatsächlich auch irgendwann als Let's Play machen. Aber dann können wir es nicht mehr als Streams-Spiel weitermachen und es wird dann wahrscheinlich Learn Japanese to Survive ersetzen als RPG-Game. Oder ich mache dann auch parallel zwei RPG-Games und zwei Visual Novels, was dann unglaublich viel Zeit kosten wird, aber darauf hätte ich auch wirklich Bock. Für die eigene Abwechslung wegen, dass man auch ein bisschen motivierter, verschiedene Spiele zu spielen, weil ich immer mal gerne neue Sachen auch anfange. Und mir gefällt es hier wirklich so vom Kampfsystem her weiter und ich kann mich da ein bisschen besser konzentrieren, glaube ich, als ich es im Stream kann, auch ordentlich zu kämpfen und ein bisschen zu craften und so weiter und die Story nochmal mitzunehmen, als es im Stream der Fall ist, wo immer noch ein bisschen die Chat-Interaktion mit dabei ist. Oh, der erste Kampf. Diese Red Gaze hatten wir schon mal, aber diese Ruinschlange, haben wir gegen sowas schon mal gekämpft? Okay, schauen wir mal, was die alle können. Esti hat 6 Kostenpunkte, die sie einsetzen kann, also recht viel. So, TP von Rettler sind ziemlich tief. Schauen wir einfach mal. Ah, okay, sie ist die schnellste auch, also sie greift als erstes an. Machen wir gleich mal diese Hidden Art, den Massenfeuerangriff. Überhaupt nicht übertrieben. Ja, sie ist absolut schwache Magieanwenderin. So, keine Kommentare von ihr. Ein Gegengift und Erz und so weiter erhalten. Hier haben wir nochmal die Prinzessin. Oh ja, ihr beide nennt einander jetzt ja beim Vornamen, nicht wahr? Hm, was denn das? Klamm, bist du etwa neidisch?
Naja, am Anfang war es ja die ganze Zeit Priesterin, Priesterin. Und deswegen war ich einfach neugierig. Ich habe sie darum gebeten. Weil ich niemand bin, der derartigen Respekt verdient. Hm. Was für... Eine Regulationseinheit für Estanel, die nur dann hochfährt in Notfällen, hä? Naja, sie ist so etwas wie ein Mechanoid, der klein ausgefallen ist, welcher von Estanetel abgespalten worden ist. Was? Wie gesagt, ich müsste auch für die Story nochmal das Ganze nochmal komplett von vorne durchspielen. Ihre Fähigkeiten oder ihre Ausrüstung ist so hochklassig, dass es fast unvergleichbar ist mit jedem anderen typischen Mechanoiden. Oh, das ist ja zu Recht faszinierend. Ah, Kram macht ein ziemlich angsteinflößendes Gesicht. Dass Kram sich für ein Mädchen interessiert. Er interessiert sich nicht für sie als Menschen oder als Mädel, sondern für ihre Bauteile, aus denen sie besteht. Das ist es, worüber du dich wunderst? Ich gebe da mal keinen Kommentar ab. So, achso, der Guardian Tribe, ja. Das sind mal so diese kleinen Mini-Story-Sachen nebenbei, die wir durch Depressen herausfinden können. Wir gehen mal ganz kurz zu der Ausgrabungsstätte hier, in der Hoffnung, dass wir vielleicht da mal was Schönes ausgraben. Okay, mehr von denselben Feinden. Wir machen mal eine Overtension mit SD und gucken, wie stark sie dann zuhaut. Dann one-hittet sie hier die Sachen vielleicht mit 12 Kosten. Zack, zack, zack. Huch. Ich war noch überlegen, was ich als nächste Angriffe machen, da waren die Monster schon weg. So viel dazu. So, ausgraben. Besser als nix. Besser als nix. Na, Planetenbaumsamen müssten nicht eigentlich sehr wertvoll sein. Damit könnte man einen neuen Planetenbaum züchten, oder nicht? Und ganz viele von denen. Na gut, wir sind ja auch in dem unmittelbaren Umfeld von dem Planetenbaum. Und graben hier einfach irgendwelche komischen Sachen aus. Na gut, ich würde sagen, als kurzer Kampfeindruck, ich renne jetzt nochmal hoch zurück zum... Okay, sie ist natürlich jetzt gedamaged. Target-Druck. Okay, die Feinde hier machen absolut gar keinen Schaden mehr in irgendeiner Art und Weise. Wir gehen mal hoch wieder zum Speicherkristall. Wir haben es bald 10 auf 10. Der rote Blick ist aufgetaucht. So, sie ist auch wieder fit. Ja, bei dem normalen Angriff, also beim Melee-Angriff, da macht sie wirklich wenig Schaden mit ihr, sollte man hauptsächlich magiemäßig angreifen. So. Vishnavarata Tamoshini Inoryo. Also ich bete für die verloren gegangenen Seelen. Hatte sie jetzt gerade mal so gesagt als Kommentar hinten raus. So, dann speichern wir hier mal. Ich werde dann, wenn ich es als Let's Play dann irgendwann mal mache, nochmal von neuen Slot anlegen, neu speichern. So, trotzdem belassen wir den Stream-Slot hier natürlich mal bei. Und würde ich sagen, beenden wir dieses Spielchen erstmal. Der Anfang war zwar ein bisschen Wiederholung, weil ich wahrscheinlich beim letzten Mal, wo wir es gezockt haben, zu doof waren, einfach an der richtigen Stelle nochmal zu safen. Ja, hat aber auf jeden Fall wieder Bock jetzt gemacht, eben allein vom Gameplay her. Zu der Story ist es jetzt blöd, wenn man es Juli letzten Jahres, also ein Dreivierteljahr nicht gespielt hat. Und ich bin schon erstaunlich an, wie viel ich mich meiner erinnern zu können vom letzten Stream. Deswegen kam mir auch der Anfang so komisch vor. Das ist wirklich eine Sache, die kann man sich nochmal als Let's Play überlegen und dann wirklich die Story und auch wirklich alles komplett voll mitnehmen und das Ganze in Ruhe zu zocken, weil ich glaube, das ist ein Spiel, das so dynamisch wie der Kampf ist. Werde ich dann immer mal, wahrscheinlich während der Kämpfe ein bisschen ruhig sein und das ist dann, glaube ich, dann besser, wenn das im Let's Play der Fall ist, als wenn das in einem Livestream oder so ist, wenn ich dazu überkonzentriert bin, weil beim Livestream muss man immer zu viele andere Sachen noch mitbedenken. Deswegen hier an der Stelle erstmal Schluss damit und die Hintergrundmusik wieder rein.